Kommen Sie rein und rücken Sie nach vorne, bitte. Dann haben wir eine kleine, etwas mehr Nähe zwischen uns. Gut, wir fangen an. Ich begrüße Sie zum Forum 1. Mein Name ist Jürgen Altmann. Ich bin Physiker und Friedensforscher an der Technischen Universität Dortmund. Habe unter anderem auch über bewaffnete, unbemannte Systeme geforscht und Artikel dazu geschrieben. Wenn jemand einen Abdruck haben möchte oder die Internetadresse gesagt haben möchte, soll er oder sie mich anschließend ansprechen. Unser Thema ist Völkerrecht, Rüstungswettlauf und Abrüstungsregime. Ich möchte zunächst die Teilnehmer hier vorstellen. Ganz links außen von mir aus gesehen sitzt Philipp Stroh. Er ist Diplomjurist, im Moment gerade im Referendariat als Jurist und beendet seine Promotion zum Thema von Kampfdrohnen und juristischen Aspekten. Er hat das bearbeitet als Projektmitarbeiter am Institut für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht der Universität in Gießen. Der zweite Diskutant ist Wolfgang Richter, Oberst außer Dienst, war schon 1989 einbezogen in die Verhandlungen zum Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, der dann 1990 unterzeichnet worden ist, war dann später im Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr in Geilenkirchen, hat dort Inspektionen mit durchgeführt und andere Inspektionen in Deutschland begleitet, war einbezogen in internationale Abrüstungsverhandlungen als Mitglied der deutschen Delegation, insbesondere als Leiter des jeweiligen militärischen Anteils, einerseits in Genf und New York, andererseits von 2005 bis 2009 bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und wir haben uns ein paar Fragen gestellt, nämlich die eine Frage ist, warum kümmern wir uns um Völkerrechts- und Rüstungswettlauf- und Abrüstungsfragen in Bezug auf neue Militärtechnik, nicht nur Drohnen, ein paar andere Aspekte auch, aber Cyberangriffe werden ja im Nachbarforum behandelt. Und die zweite Frage wäre dann, was sollte denn geschehen in diesen drei Bereichen, Völkerrecht, Rüstungswettlauf und Abrüstung, um Gefahren, die möglicherweise durch die neuen Systeme drohen, einzudämmen oder gleich zu verhindern. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir die erste Hälfte der Diskussion der ersten Frage widmen. Warum kümmern wir uns eigentlich um diese drei Sachen? Und dann schließlich nach 45 Minuten um die Frage der Lösungsmöglichkeiten und Vorschläge zu diskutieren. Und jetzt werden also die beiden Partner hier jeweils kurz ihre Antwort auf die erste Frage geben. Und dann werden wir untereinander diskutieren und gerne auch mit Ihnen, wie das Interesse sich so ergibt. Wollen Sie anfangen? Philipp Stroh. Ja, vielen Dank, Herr Altmann. Warum beschäftigen wir uns mit unbemannter Kriegführung in Bezug auf Völkerrecht und Rüstungskontrolle? Wir haben ja schon ein paar Mal jetzt auch gestern und heute gehört, dass es ja eigentlich nur eine Weiterentwicklung sind, wie wir sie auf dem Schlachtfeld schon in den letzten Jahrhunderten immer wieder erlebt haben. Also vom Langbogen bis zur Mittelstreckenrakete. Insofern handelt es sich bei Drohnen natürlich schon um so eine Revolution in Military Affairs, wie das immer genannt wird. Aber die ist dem Schlachtfeld eben nicht fremd, sondern quasi immanent, weil sich das Schlachtfeld und die Mittel der Kriegführung schon immer entwickelt haben. Und jede Generation hatte so ihren Game Changer. Also was ist eigentlich das Neue? Ist die Frage, zumal ja auch verglichen mit dem Verlauf dieser Geschichte der verschiedenen Gamechanger, die sich da immer wieder auf dem Schlachtfeld etabliert haben, das humanitäre Völkerrecht, vor allem das Genfer Recht im Sinne der Genfer Konvention und Zusatzprotokoll und alles, was danach passiert ist, vergleichsweise sehr jung ist. Trotz dieser Jugendlichkeit des Rechts hat sich es aber doch als flexibel und effektiv erwiesen in den letzten Jahren, meiner Ansicht nach. Gerade was die Eindämmung von den Kriegsleiden angeht, die durch bestimmte Waffen und Waffensystemen aufs Schlachtfeld Einzug gehalten haben. Und da war das humanitäre Völkerrecht eben mit bestimmten Waffen verboten. Wir haben schon vorhin davon gehört, eben Laserblendwaffen, die es nie aufs Schlachtfeld geschafft haben sogar, oder eben dumm geschossen B- und C-Waffen, die wir heute zum Glück nicht mehr auf dem Schlachtfeld sehen, hat sich das humanitäre Völkerrecht da durchaus bewährt, meiner Ansicht nach. Und ich
denke, dass das humanitäre Völkerrecht den Neuentwicklungen, denen wir jetzt gegenüberstehen, auch weitgehend gewachsen sein wird. Die Neuentwicklungen in Form von unbemannter Kriegführung, automatisierter Kriegführung, Cyberkriegführung. Wir haben da viele Möglichkeiten, im humanitären Völkerrecht zu subsumieren, wie Rüsten das nennen und gerne tun. Die allgemeinen Vorschriften und Grundsätze des humanitären Völkerrechts bedürfen dabei natürlich einer ständigen Neuauslegung durch die juristische Wissenschaft und Praxis. Also das bleibt ja nicht stehen, nur weil die Worte sich nicht verändern, sondern wir müssen da zusehen, dass wir eben neue Mittel der Kriegführung und neue Waffen dann auch unter Regeln, die vielleicht geschrieben wurden, als es diese Waffen noch gar nicht gab, dann eben auch darunter subsumieren können und dementsprechend die Vorschriften auslegen müssen. Vor allen Dingen die allgemeinen Vorschriften, die allgemeinen Rechtsgrundsätze des humanitären Völkerrechts. Ich denke da an das Unterscheidungsgebot, das Verhältnismäßigkeitsgebot, das Prinzip militärischer Notwendigkeit. Da werden wir uns bestimmt gleich noch ein bisschen tiefer drüber unterhalten. Allerdings nicht nur die allgemeinen Vorschriften, auch besondere Vorschriften in Form von Verbotsabkommen oder auch Rüstungskontrollregimen, die neu zu schaffen wären, können im weiteren Verlauf der zukünftigen Entwicklung sicherlich geeignet sein, die immer noch viel zu geringe Durchsetzungskraft des humanitären Völkerrechts zu erhöhen und zu stärken. Und ich hoffe, dass wir heute hier vielleicht auch einen kleinen Beitrag zu dieser Diskussion leisten können. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Warum beschäftigen wir uns mit diesen Fragen des Völkerrechts und der Rüstungskontrolle? Ich glaube, neue Waffentechnologien, wie Herr Stroh das gerade dargestellt hat, fordern immer das humanitäre Völkerrecht heraus. Herr Gress hat gesagt, das sei ein Euphemismus, wir sollten eigentlich Kriegsvölkerrecht sagen. Und es fordert aber auch einen anderen Aspekt heraus, das ist die Frage, wird durch eine neue Waffenentwicklung die militärpolitische Stabilität gefährdet? Wir wollen in beide Richtungen vielleicht heute diskutieren. Herr Altmann hat das ja vorhin in seinem Beitrag auch angedeutet. Und lassen Sie mich mal ganz kurz mit dem humanitären Völkerrecht beginnen. Wir haben während der letzten des letzten Tages vor allen Dingen über asymmetrische Kriege gesprochen, die das humanitäre Völkerrecht in besonderer Weise herausfordern. Und warum? Weil unkonventionell kämpfende Guerillagruppen den offenen Kampf weitgehend meiden und nur punktuelle Überraschungsschläge führen aus der Deckung in unzugänglichem Gelände oder aus der Zivilbevölkerung heraus. Und hier liegt eigentlich der Knackpunkt. Das verbessert zwar die Überlebenschancen der Guerillakämpfe, vergrößert aber das Risiko der Zivilbevölkerung. Das ist nicht ganz neu, das haben wir historisch seit vielen Jahrhunderten gehabt. Das tritt jetzt aber mehr in das Bewusstsein, weil wir nicht mehr über große Kriege derzeit zumindest sprechen. Ich bin noch nicht überzeugt, dass wir das nicht in Zukunft doch nochmal müssen. Das humanitäre Völkerrecht, und da war Herr Kress völlig klar und ich würde ihm da völlig zustimmen, fordert auch in nicht internationalen Konflikten die Einhaltung humanitärer Mindeststandards im Umgang mit Kämpfern, soweit diese Kämpfer als legitime Kombatante anerkannt sind. Und das gilt im weitesten Sinne auch für die Kämpfer, die eigentlich keine Kombatanten sind. Wir würden sie vielleicht als illegale Kämpfer bezeichnen, die aber bestimmten Kriterien unterliegen, um als Kämpfer in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt und damit als legitime Ziele anerkannt werden. Militärische Operationen müssen also zwischen Kämpfern und der geschützten Zivilbevölkerung, der friedlichen Zivilbevölkerung, klar unterscheiden. Sie darf unter keinen Umständen selbst zum Angriffsziel werden und auch angesichts militärischer Notwendigkeiten müssen militärische Operationen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einhalten. Dieser Begriff ist dehnbar, den können wir diskutieren. Neue Technologien scheinen auf dieses Problem der Unterscheidung zwischen Kämpfern und Zivilbevölkerung bessere Antworten zu geben als diese überkommenen früheren und auch fürchterlichen Search-and-Destroy-Methoden vergangener Aufstandsbekämpfung. So sind zum Beispiel Kampfdrohnen in der Lage, über längere Zeiträume hinweg potenzielle Zielgebiete zu überwachen und nach der Zielentdeckung sofort mit dem Waffeneinsatz zu reagieren. Was kann damit erreicht werden? Es können also auch solche Ziele bekämpft werden, die wie irreguläre Kämpfer nur kurzzeitig ihre Deckung verlassen, nur kurzzeitig exponiert sind. Es wird der sogenannte Aufklärungswirkungsverbund verbessert. Das ist nicht nur von militärischem Nutzen, denn die Verkürzung der Zeit zwischen Aufklärung und Wirkung vermindert auch die Gefahr, dass sich die Bedingungen am Zielpunkt bis zum Eintreffen einer Fernwaffe, nehmen Sie Cruise-Missiles, nehmen Sie Abstandswaffen von Jagdbombern, diese Bedingungen also am Ziel verändert haben, dass zum Beispiel während der Flugzeit, unter Anforderungszeit, das militärische Ziel
sich bereits von dem Zielpunkt entfernt hat und stattdessen Zivilpersonen eingetroffen sind. Nur mal ein Beispiel zu geben. Nun leidet aus meiner Sicht die gesamte Diskussion unter dem Beispiel, das wir zurzeit sehen, für den Gebrauch von Drohnen, wie er jetzt seit Jahren diskutiert wird und in der Presse oben ansteht. Das ist der globale Kampf der USA gegen den Terror. Dass die USA hier in einer völkerrechtlichen Grauzone operieren, zwischen humanitärem Völkerrecht einerseits und dem Menschenrechtspakt andererseits, hat Herr Kress zu Genüge dargestellt. Dem habe ich im Grunde genommen nichts hinzuzufügen. Aber klar ist, dass auch in nicht internationalen bewaffneten Konflikten nur die Kämpfer angegriffen werden können, dann auch jederzeit, sofern sie den Kriterien legitimer Angriffsziele entsprechen. Und im Übrigen, außerhalb dieses Rechtsrahmens, sind gezielte Tötungen von Verdächtigen aus meiner Sicht, können wir noch diskutieren, völkerrechtswidrig. Das ist, glaube ich, eine überwiegende Sicht, auch zumindest in der, bei deutschen Völkerrechtlern oder auch europäischen Völkerrechtlern, wird aus den bekannten Gründen in den USA bestritten. Um auf die Technologie zurückzukommen, unsere Debatte leidet ein bisschen darunter, dass wir dieses unglückliche Beispiel des amerikanischen Drohnenkriegs als Blaupause nehmen und glauben, wenn die Bundeswehr oder die Bundesregierung sich Kampfdrohnen zulegt, würde das die Blaupause für Einsätze der Bundeswehr sein. Ist es natürlich nicht. Aus der völkerrechtswidrigen Verwendung eines Staates lässt sich noch nicht die Völkerrechtswidrigkeit der eingesetzten Waffe als solcher ableiten. Also nur Waffen, die unnötige Leiden verursachen oder auch bei einer umsichtigen Operationsführung unterschiedslos wirken, sind verboten. Darauf können wir dann später nochmal zu sprechen kommen. Da gibt es ja Verbotskonventionen, von denen man annimmt, dass sie eine dieser beiden Kriterien also erfüllen. Die berühmte Martensche Klausel im Völkerrecht. Das ist der eine Punkt, den ich machen will. Der andere, den mache ich jetzt kürzer wegen der Eingangsstatements, das ja auch kurz sein soll. Das ist bezogen auf die militärische oder militärpolitische Stabilität, also so Fragen wie senken neue Waffen und Kriegsschwellen. Wir haben das gestern mal andiskutiert. Kampfdrohnen sind keine Wunderwaffen. Gegen eine intakte Luftverteidigung sind sie ebenso verwundbar wie und bei langer Verweildauer im Zielgebiet vielleicht sogar verwundbarer als Jagdbomber. Sie können daher in konventionellen Szenarien nur im Systemverbund eingesetzt werden, der die Ausschaltung der Luftabwehr voraussetzt. Allerdings könnten sie auch zu diesem Zweck optimiert werden. Also diese sogenannte SEAD-Funktion, von der Sie, glaube ich, vorher gesprochen haben, ist natürlich eine Funktion, Suppression of Enemy Air Defense, das ist eine Funktion, auf die man eine Kampfdrohne optimieren könnte, genauso wie Stealth-Fähigkeiten. Also der Versuch des Unterfliegens von der Radarerkennung durch Form und so weiter, oder Abstrahlung, dass man versucht, der Radarerkennung zu entgehen und damit also auch nicht Opfer der Luftverteidigung wird. In einer solchen Konfiguration könnte man Kampfdrohnen zum Beispiel auch mit VN-Mandat zur Durchsetzung einer Flugverbotszone einsetzen. Also aus meiner Sicht senken einzelne Waffensysteme nicht die Kriegsschwelle, weil die Fähigkeiten zur Kriegsführung nicht von einem System abhängen, sondern von der Gesamtheit militärischer Kräfte und Fähigkeiten, Aufklärungs- und Führungssysteme und so weiter und so weiter. Kriegsentscheidungen bleiben politische Entscheidungen, die in erster Linie von unterschiedlichen nationalen Interessen, Wertevorstellungen, aber auch unterschiedlichen politischen Kulturen, verfassungsrechtlichen Einschränkungen und der Abwägung militärischer und politischer Risiken geprägt sein wird. Und da, glaube ich, können wir feststellen, dass die deutsche politische Kultur, sich für einen Einsatz zu entscheiden, militärischer Kräfte eine völlig andere ist, als die historisch gewachsene amerikanische Kultur. Und dort haben wir auch sicherlich große Unterschiede, wenn wir miteinander diskutieren. Gleichwohl glaube ich, dass die Einführung von Kampfdrohnen dann die militärische Stabilität gefährden können, wenn sie bestehende Transparenz- und Rüstungskontrollvereinbarungen unterlaufen. Wenn sie zum Beispiel eingeführt werden, ohne notifiziert zu werden. Was sind sie? Sie sind letztlich Kampfflugzeuge, die keinen Piloten haben, sondern wo der Pilot am Boden sitzt, aber von ihrer Konfiguration, Definition auch nach dem KSE-Vertrag, sind sie Kampfflugzeuge, die mit bestimmten Waffen ausgerüstet sind, die genauso, die dieselben Waffen sind letztlich wie die Waffen von Jagdbombern. Wenn das der Fall wäre, und da sprechen wir jetzt über den KSE-Vertrag, wir sprechen über das Artikel 4-Abkommen zum Dayton-Friedensübereinkommen, wir sprechen über den Moskauer Vertrag von 1997 oder wir sprechen über Transparenzinstrumente wie das Wiener Dokument, das VN-Waffenregister und so weiter. Wenn das einträte, dann würden wir wieder weniger Transparenz in dieser Welt haben und wir würden auch
Rüstungskontrollabkommen und vertrauensbildende Abkommen unterlaufen oder missachten. Und aus diesem Grunde, aber jetzt bin ich fast schon bei der zweiten Frage, die lasse ich jetzt aus. Die lasse ich jetzt aus. Das ist die zweite oder die dritte Frage. Okay, damit will ich hier enden. Danke. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir können dann, ich glaube, was die Kriegsvölkerrechtseinordnung zumindest ferngesteuerter Drohnen angeht, gibt es hier keinen Dissens. Das können wir vielleicht zunächst mal festhalten. Und wir haben ja Ähnliches auch heute Morgen gehört. Es würde sich vielleicht lohnen, noch mal ganz kurz über die Frage autonomer Kampfsysteme zu reden, wo also Herr Kress vorhin sagte, er denkt noch nach, was ja auch ganz in Ordnung ist, wo ein paar Vorstellungen auf dem Tisch liegen. Insbesondere gibt es eben einerseits den Moratoriumsvorschlag von dem Vereinten Nationen Beauftragten für außergerichtliche Exekutionen und andererseits gibt es eine langsam wachsende kleine internationale Kampagne, die versucht, ähnlich wie ein Verbot von Landminen und von Streumunition, auch ein Verbot von autonomen Waffensystemen einzuführen. Vielleicht können Sie beide zu der Frage eben nochmal Stellung nehmen, bevor wir dann auf Wettrüsten und Abrüstung etwas konkreter kommen. Ja, also bei autonomen Systemen, Herr Kress hat gesagt, er denkt noch nach. Ich müsste mich dem weitgehend anschließen. Allerdings bin ich der Ansicht, dass das humanitäre Völkerrecht zumindest in sehr hohem Maße wertungsgebunden ist. Wir haben den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz schon erwähnt und wir haben gestern auch schon darüber gesprochen, das ist weiches Völkerrecht, das ist auslegungsbedürftiges Völkerrecht und an der Stelle muss eben von erfahrenen Militärs, müssen da Entscheidungen getroffen werden, die durchaus nicht einfach zu treffen sind und ich will nicht in der Situation sein müssen, diese Entscheidungen treffen zu müssen, gerade wenn es um die Abwägung von eventuellen zivilen Begleitschäden geht. Und wir sind noch nicht an der Stelle, dass wir auch nur ansatzweise davon ausgehen könnten, dass eine Maschine eine derartige Wertung mit einem Ergebnis vornehmen könnte, das auch nur, das uns menschlich erscheint. Wir hatten auch vorhin das Beispiel schon gehört mit dem Kind, das vielleicht einfach nur, Noel Sharkey hat das auch mal in einem Aufsatz gesagt, mit dem Kind, das sein Eis mit einem Roboter teilen möchte und dementsprechend natürlich so auf den Roboter zuläuft. Und Sie sind noch nicht, also korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber wir sind meines Wissens noch bei weitem nicht in der Situation, dass solche wertungsgebundene Entscheidungen oder auch nur die Reaktion auf vielleicht teilweise irrationales menschliches Verhalten von Maschinen getroffen werden könnte. Insofern bin ich in meinem Gedankenprozess da schon vielleicht einen Schritt weiter und würde tatsächlich sagen, es gibt im humanitären Völkerrecht zumindest keinen Raum für die Anwendung von autonomen Systemen, weil eben die Prinzipien von Verhältnismäßigkeit und gerade auch Unterscheidung, es gilt eben im humanitären Völkerrecht der Grundsatz, dass die Konfliktparteien zu jedem Zeitpunkt zwischen Zivilisten und Kombattanten, also Streitkräften oder Kämpfern, in nicht internationalen bewaffneten Konflikten zu unterscheiden haben. Und man kann sich das auch plastisch vorstellen, dass das in einer beispielsweise urbanen Umgebung für ein wirklich sehr sophisticated System nahezu unmöglich sein würde, diese Unterscheidung zu treffen. Und gerade wenn es dann eben noch weggeht von der gängigen Streitkräfteuniform, die ja oft dann ein guter Anhaltspunkt ist, um jemanden als Soldaten zu kennzeichnen, sondern eben in den Bereich der Kämpfer oder vielleicht sogar der illegalen Kämpfer, die sich natürlich nicht mit Insignien in irgendeiner Form kennzeichnen. Wie soll eine Maschine dort eine genaue Unterscheidung treffen? Und da sind wir noch nicht mal in dem Bereich, dass vielleicht sogar versucht würde, von Kombattantenseite die Maschine faktisch zu täuschen über den eigenen Status. Also aufgrund der Tatsache, dass eben sowohl Unterscheidungsgrundsatz als auch Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht ansatzweise, meiner Ansicht nach, nicht ansatzweise gewahrt werden können von künstlichen Intelligenzen oder wie auch immer man das nennen mag. Ron Arkin spricht ja immer von seiner künstlichen Ethik, von dem Ethical Governor, den er gerne einbauen würde. Meiner Ansicht nach ist das alles nicht genug, um dem humanitären Völkerrechtsstandards gerecht zu werden. Und insofern sehe ich rechtlich keinen Anwendungsspielraum für diese Art von Waffensystem. Haben Sie grundsätzliche Einwände gegen diese Argumentation? Sonst würde ich gleich eine Anschlussfrage stellen. Aber Sie dürfen Nein, ich wollte das schon noch ein bisschen qualifizieren. Vielleicht zunächst mal
Bei der Definition, was ist ein vollautonomer Einsatz, sollten wir schon ein bisschen unterscheiden noch. Nehmen wir das Beispiel Kampfdrohnen, weil wir darüber am meisten gesprochen haben. Sie sind dann als vollautonom zu bezeichnen, das wird ja prognostiziert, vielleicht für die nächsten 20 Jahre, wenn Sie ein Zielgebiet autonom überwachen können, nicht nur selber fliegen können, das kann heute jeder Verkehrsflieger, wenn Sie vorgegebene Zielkategorien eigenständig identifizieren können und gegebenenfalls auch eigenständig angreifen können. Ich will aber immer dazu sagen, dass diese Zielkategorien einprogrammiert werden. Das heißt, es gibt immer noch einen Kommandeur, einen Einsetzer, ein jedenfalls militärisch verantwortliches Personal, das diese Zielkategorien definiert. Das nur zur Klarstellung, weil wir auch noch über die Verantwortlichkeit von Kommandeuren, die Zurechnungsfähigkeit solcher Waffen auch für die spätere strafrechtliche Verfolgung reden müssen. Insofern könnte das Einsatzteam sich die Entscheidung über den Waffeneinsatz grundsätzlich vorbehalten oder den Einsatz lediglich überwachen und bei Bedarf eingreifen. Wir haben das gestern kurz mal mit in the loop und on the loop definiert und dann gäbe es noch die Extremvariante out of the loop. Das autonome System tut sozusagen etwas, wozu es programmiert worden ist. Das wirft in der Tat völkerrechtliche Probleme auf, aber hier gibt es Nuancen. Ich stimme Herrn Stroh zu, die Programmierung dürfte technisch nicht fähig sein, situationsbedingte Bewertungen der völkerrechtlichen Lage eines Ziels zu treffen. Die Lage eines Ziels ist situationsabhängig. Die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes wird man vom operativen und situativen Kontext abhängig machen müssen. Und es ist in der Tat zu bezweifeln, dass Programmierung alle Möglichkeiten voraussehen kann, die dabei auftreten und dass eben hier das menschliche Entscheidungsvermögen fehlt. Aber ein vollautonomer Einsatz könnte dort möglich sein, wo die Operationsführung sicherstellt, dass in dem Gebiet, in dem vollautonome Waffen zum Einsatz kommen, ausgeschlossen ist, dass zivile Bevölkerung zum Beispiel getroffen wird. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Während des Kalten Krieges hat die Bundeswehr in der Planung natürlich für die vorne Verteidigung auch Fernwaffen eingesetzt, Artillerie, auch mehrfach Raketenwerfer, die auf größere Entfernung ein weiteres Feld abdecken können. Warum war das möglich? Eine solche Waffe ist per se zunächst mal zur Unterscheidung nicht fähig. Es war deswegen möglich, weil die Operationsführung als solche sichergestellt hat, dass es sich hier um eine evakuierte Kampfzone handelte. Und Sie haben völlig recht, in urbanen Umgebungen wäre das gar nicht denkbar. Das Völkerrecht spricht nicht nur über Waffen, es spricht auch über Methods of Warfare. Das würden wir bezeichnen entweder militärisch als Operationsführung oder als Einsatzverfahren. Da gibt es kleine Unterschiede, aber das sind Einsatzverfahren und Operationsführung. Wenn Sie damit sicherstellen, dass ein Kampfroboter in einem sehr begrenzten Raum, also geografischen Raum oder zeitlichen Raum, aktiviert und deaktiviert werden kann, dass die Kontrolle erhalten bleibt und dass sie eine bestimmte Wirkung ausübt, so halte ich das nicht für zunächst mal völkerrechtswidrig. Sie haben in der Vergangenheit die sozusagen dumme Mine gehabt, die schlichtweg durch Berührung, Druck, Knick bei Wasserminen, also bei Seeminen durch Schraubengeräusche und so weiter ausgelöst wird. Solche Funktionen wären wahrscheinlich mit Robotern sogar sinnvoller wahrzunehmen als mit den Minen, die keine Unterscheidung treffen können. Aber darauf kommt es mir nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass Minen dort verlegt worden sind in der Zeit des Kalten Krieges, wo man glaubte, nicht genügend eigene Kräfte zu haben und zum Beispiel verhindern zu müssen, dass man von einem Panzerdurchbruch überrascht wird. Wenn Sie in dem gleichen Raum von 400 mal 500 Meter oder von, was weiß ich, 500 mal 2000 Meter einen Kampfroboter einsetzen, der ihn sicherstellt, dass hier kein Kampfpanzer durchkommt, halte ich das für legitim. Wenn ein Kampfroboter aus der Luft eine Drohne, in dem Fall eine SEAD-Operation ausführt, um ein VN-Mandat für eine Flugverbotszone durchzusetzen, könnte ich mir das vorstellen. Ich kann jetzt nicht zur technischen Machbarkeit sagen, aber ich könnte mir das völkerrechtlich vorstellen. Ich glaube, die rote Linie muss an einer anderen Stelle eingezogen werden. Solange wir unter Zeitdruck einfliegende Raketen auf Schiffe abzuwehren haben, glaube ich, ist völkerrechtlich nichts zu sagen. Da kann die Automatisierung helfen, was vielleicht, wofür der Mensch keine Zeit mehr hat, ist die Abwehr auszulösen. In den Fällen, die ich jetzt auch genannt habe, kann ich es mir auch vorstellen. Aber überall dort, wo wir im asymmetrischen Krieg glauben,
Man könnte jetzt das gezielte Töten von einzelnen Personen oder auch sogenannte Signature Strikes, das wären also das sind Angriffe auf Personengruppen, die durch ihr Verhalten, durch ihre Uniform oder durch ihre Waffen und so weiter auffallen, das automatisch auslösen zu können, da glaube ich, ist eine rote Linie überschritten, die darf nicht überschritten werden. Da sind die Möglichkeiten des Irrtums zu groß. Diese Kampfmaschine wäre nicht in der Lage, situationsbedingt das Kriterium Verhältnismäßigkeit beispielsweise zu überprüfen. Und an der Stelle würde ich deswegen auch letale Angriffe von Kampfrobotern auf, sei es Individuen oder Personengruppen, also auf Menschen, ausschließen, würde aber den Kaviat machen, da wo eindeutig militärische Ziele vorliegen, wenn das programmierbar ist, beispielsweise Kampfpanzer, Flugzeuge oder dergleichen, dann halte ich es durchaus für legitim, das auch in Zukunft ins Auge zu fassen, sofern diese Dinge kontrolliert werden können. Danke für diese differenzierte Sicht. Ich bin versucht, Argumente zu machen, aber ich bin zunächst mal nur der Moderator. Ich würde dann vorschlagen, dass wir vielleicht über das zweite Thema nochmal reden. Ist in diesen, bei diesen Systemen Wettrüsten zu befürchten? Oder sehen wir das vielleicht sogar schon? Als Humanitär-Völkerrechtler beschäftigen wir uns ja meistens jetzt nicht mit den konkreten Abrüstungsregimes oder mit dem, was die eventuellen Konfliktparteien planen. Aber wenn es um meine persönliche Einschätzung geht, ich denke, die Gefahr einer Aufrüstung und eines Hochschaukelns der Aufrüstung besteht da durchaus. Wir sehen es ja jetzt auch schon bei den Kampfdrohnen, die bloß ferngesteuert geflogen werden. Es sind, glaube ich, mittlerweile über 80 Staaten, die über Drohnen verfügen. Das sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus. Also das heißt, wir sehen da schon eine Entwicklung, die zu einem deutlichen Mehr an Mitteln der Kriegführung im Arsenal der verschiedenen Staaten führt. Ist dieses Mehr ein Problem? Auch was die Autonomie angeht, ich denke ja, weil wir hatten ja auch gestern schon drüber gesprochen, dass eventuell der Schritt, gerade bei Kampfdrohnen, von der Fernsteuerung hin zur Autonomie unter Umständen sehr schnell vollzogen werden kann. Das kann über einen Download von Software im Zweifelsfall geschehen und wenn diese Grenze eben so leicht zu verwischen ist, dann denke ich, haben wir da auch durchaus eine realistische Gefahr, dass sich da ja, wieder so ein Aufrüstungswettkampf entwickelt, zumal sicherlich keine der Industrienationen und wahrscheinlich auch kleinere Nationen auf diese Technik verzichten werden wollen, so wenn sie denn erstmal auf dem Schlachtfeld eingeführt wurde. Das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder gesehen, dass wenn etwas erstmal auf dem Schlachtfeld ist, dass dann auch der Wunsch bei sämtlichen Konfliktparteien häufig sehr groß wird, sich an dieser Art von Kriegführung zu beteiligen. Vielen Dank. Zunächst nur zur Sicherheit. Diese 80 Staaten oder 87, die gestern genannt wurden, die beziehen sich auf die, die Drohnen überhaupt haben, also zur Aufklärung. Von denen sind es eigentlich im Moment noch nur eine Handvoll, die schon bewaffnete Drohnen haben oder dabei sind, sie zu importieren oder dabei sind, Exporte davon vorzubereiten, wie zum Beispiel China. Also da ist, da muss man dann sozusagen diese Dimension noch sehen, sodass durchaus vielleicht noch eine Chance bestehen könnte, da im Vorfeld etwas zu begrenzen bei den Ländern, die sie noch nicht haben. Aber das würde gewisses Entgegenkommen bei den zwei, wenn man so will, Ländern, die wirklich selbst produzieren, USA und Israel, bedeuten, was einen politischen Überzeugungsprozess bräuchte. Aber darüber reden wir dann in der zweiten Hälfte. Möchten Sie noch was sagen zur Frage des Wettrüstens bei neuer Militärtechnik? Ja, ja. Ich glaube, dass qualitative Rüstung uns seit Jahrhunderten begleitet. Das ist wahrscheinlich ist das die negative Nachricht, die ich Ihnen dazu geben kann. Die Technik schreitet voran in allen Gebieten. Sie ist zum großen Teil Dual-Use-Technik. Also sie wird auch zum großen Teil vom zivilen Sektor her getrieben, nicht nur vom militärischen, aber es gibt die wechselseitige Befruchtung, in Anführungszeichen. So kann man eben ein Flugzeug für die Globalisierung des Verkehrs verwenden, aber eben auch für Kampfzwecke. Diese Entwicklung ist vor 100 Jahren eingeleitet worden. Das wird weitergehen. Ich bin da nicht guter Hoffnung, dass sich eine solche Technologieentwicklung, wie wir sie weiter sehen werden, begrenzen lässt auf den rein zivilen Bereich. Man wird das auch im militärischen Bereich nutzen. Das ist eine, glaube ich, sehr realistische Einschätzung. Das heißt nicht, dass ich nicht Gefahren sehe.
die damit verbunden sind. Wir haben in Europa nach einem quantitativen Rüstungswettlauf, der 40 Jahre lang andauerte, es geschafft, 1989/90 einen Rüstungskontrollvertrag zu kreieren, der tatsächlich in Europa zu einer fundamentalen Abrüstung geführt hat. Ich kann Ihnen die Zahl von 110.000 größeren Waffensystemen nennen, die in Europa abgerüstet worden sind in der Zeit nach 1990. Das war die größte Abrüstungswelle außerhalb von Kriegszeiten oder natürlich nach Zusammenbrüchen und Waffenstillständen gab es große Abrüstung, aber in Friedenszeiten war das die größte Abrüstungswelle, die es jeweils je in Europa gab. Das betraf die quantitative Rüstung. Zwei Einschränkungen. Die Qualität konnte man mit solchen Verträgen nicht immer erfassen. Qualitative Rüstung geht weiter. Und zweite Einschränkung, diese Abrüstung betraf das Verhältnis Ost-West. Das heißt, im Wesentlichen ist der Vertrag auf Europa begrenzt und er bezieht sich nicht zum Beispiel auf Räume im Nahen Osten oder im indischen Subkontinent oder in Südost- und Ostasien. Dort geht die Aufrüstung munter weiter, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Und wir sehen hier eine gewisse Verlagerung der Rüstungsspirale in diesen Raum. Dennoch würde ich Herrn Altmann zustimmen, dass es eine ganz wesentliche Funktion und politische Leistung europäischer und Staaten und der USA wäre, wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht und diese konventionelle Rüstungskontrolle nicht einfach absterben lässt, denn dieser Vertrag ist in Gefahr, sondern wenn man ihn schon aus Vorbildgründen weiter voll erfüllt und sich auch dazu entscheiden würde, was wir nun beide vorgeschlagen haben, Kampfdrohnen in das System des KSE-Vertrags aufzunehmen und sie als schlichtweg Kampfflugzeuge zu werten, denn so sind sie eigentlich auch definiert. Von der Crew, von den Piloten ist ja keine Rede in der Definition. Dies wäre meine Antwort, denn ein Unterminieren solcher Verträge würde natürlich Schleusen öffnen. Es würde das Vertrauen in kooperative Rüstungskontrolle untergraben und damit auch eine gewisse Vorbildwirkung untergraben, mit der wir ja versuchen, auf Konflikte Einfluss zu nehmen, wie wir sie zum Beispiel im Südchinesischen Meer derzeit haben oder in anderen Bereichen dieser Erde, wo es auch Staaten gibt, die durchaus sagen, ja, so ein KSE-ähnliches Regime würde uns gut anstehen. Ich nenne hier mal Pakistan, die das ausdrücklich in vielen VN-Resolutionen gesagt haben. Insofern, ja, militärische Stabilität kann unterminiert werden durch neue Waffentechnologie. Und die konventionelle Rüstungskontrolle gibt uns das Vertrauen, dass wir zumindest quantitative Auswüchse, Qualität etwas schwieriger, in Grenzen halten können. Und das wäre das Modell, das wir vielleicht bei Ihrer zweiten oder dritten Fragestellung dann mal untersuchen könnten. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir dort eine erste Frage. Gibt es jemanden mit dem Mikrofon, der eben mal vorspringen kann? Ja, ist unterwegs. Ja, es kommt schon. Es geht, ist besser. Auch wegen der Übersetzung unter anderem. Eine Frage direkt an Herrn Richter, eine Frage aus Sorge und Unsicherheit. Ich habe von Herrn Stroh gehört, dass unsere Zivilstandards oder völkerrechtliche Standards nicht gegeben sind oder nicht ausreichend sind angesichts der fortschreitenden technologischen Entwicklung, was alles so militärisch machbar und einsatzfähig ist. Wie sehen denn die Perspektiven aus, wenn wir halt völkerrechtlich an Reformen denken oder an Daseinsformen, Struktur UNO und NATO? Anscheinend gibt es kompetente Militärs, die müssen halt höchst kompetent sein, weil sie sagen ja auch selbst, Einsatz und Kampf und Kriegsentscheidungen sind politische Entscheidungen. Alles, was politische Entscheidungen sind, hat auch mit dem Bürger, mit mir persönlich zu tun. Und der Bürger heute kann lesen und Einblicke gewähren. Man kann den Bürger wahnsinnig viel zumuten an Verständnis und an Kompetenz. Und ich hätte gerne so ein bisschen so eine Resonanz, eine Perspektiveröffnung, dass Sie einfach mal wagen und mutig wären, mal einfach mal so frei grenzüberschreiten, mal uns ein bisschen herauszufordern mit Ihren Antworten. Vielen Dank. Wir können vielleicht kurz antworten, ansonsten ist das schon eine Frage im zweiten Bereich eigentlich eher, was sollte passieren. Aber ja, ist kein Problem, wir gehen damit schon um. Soll ich? Bitte, ja. Ja, herzlichen Dank für die Frage, absolut zutreffend. Zunächst einmal, ich glaube nicht, dass die Aussage von Herrn Kress heute Morgen war und auch nicht von Herrn Stroh, dass die völkerrechtlichen Standards nicht ausreichen würden. Ganz im Gegenteil, wir haben in dem Zusatzprotokoll 2 ausdrücklich auch den Fall
sorry, dass ich jetzt nicht das weiter erläutere, Zusatzprotokoll 2 zu den Genfer Konventionen. 1977 haben die noch einmal klarer dargestellt, dass auch Völkerrechtsbindungen in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt bestehen. Den Grundsatz gab es auch schon vorher, aber hier wurden diese Regeln etwas ausbuchstabiert. Das Problem allerdings bei beiden Zusatzprotokollen ist, dass die USA denen nicht beigetreten sind. Das heißt, dennoch, die Masse der Staaten ist dabei, es hat völkerrechtliche Wirkung, es tritt ein ins Völkergewohnheitsrecht und so weiter, all das, was beschrieben worden ist. Persönlich glaube ich, dass die Grundnormen des humanitären Völkerrechts für bewaffnete Konflikte Gültigkeit haben, und Sie können eigentlich drei Hauptnormen sofort nennen. Und das ist erstens die Unterscheidung zwischen Kämpfern, die einen bestimmten Rechtsstatus haben, die auch definiert sind. Man kann nicht jeden Hassprediger beliebig als Kämpfer bezeichnen nach dem humanitären Völkerrecht. Das ist einfach nicht richtig. Zweitens die Verantwortlichkeit der Kommandeure für die militärischen Operationen. Und drittens die Verhältnismäßigkeit der Operation. Vielleicht hätte ich es in der Reihenfolge jetzt umdrehen müssen, aber die Verhältnismäßigkeit der Operation. Hier ist vielleicht ein weicher Punkt. Da könnte man mal überlegen, ob man das nicht etwas näher fasst, weil bis jetzt die Staaten diejenigen waren oder die Armeen, die die Kriege geführt haben, die die Verhältnismäßigkeit beurteilt haben. Im Klartext heißt Verhältnismäßigkeit nach dieser Definition, sie können einen bestimmten kollateralen Schaden in Kauf nehmen. Und kollateraler Schaden ist ein auch übler Begriff, ich würde dem zustimmen, das sind nämlich zivile Opfer oder zumindest Beschädigung ziviler Objekte, was ja auch verboten ist, wenn der militärische Vorteil dies erfordert. Das ist jetzt zunächst einmal, wenn man so liest, den Beteiligten überlassen, diese Abwägung vorzunehmen. Aber es ist nicht schrankenlos, sondern wenn Sie zum Beispiel ein Mandat haben wie das ISAF-Mandat für Afghanistan, dann heißt das Mandat, Die Truppe, die dort im Einsatz ist, soll das Land stabilisieren, das heißt die Bemühungen der Regierung um die Stabilisierung des Landes unterstützen. Das Mandat heißt nicht Taliban jagen. Das heißt, ein taktischer Vorteil, der auf der Ebene eines Kommandeurs vielleicht mal von Bedeutung sein könnte, muss noch kein strategischer Vorteil sein, denn die strategische Ausrichtung eines solchen Einsatzes ist die Stabilisierung des Landes. Wenn Sie also beliebig Taliban jagen und damit neuen Hass hervorrufen, weil Sie auch naturgemäß dann Familienmitglieder oder zufällig Anwesende mittöten, dann kann genau dieser strategische Zweck in Frage gestellt werden. Das ist meine These jedenfalls, dass gerade bei VN-mandatierten Einsätzen die Abwägung der Verhältnismäßigkeit nicht beliebig ist, sondern an ganz enge politische Vorgaben gebunden ist. Aber an der Stelle könnte man also im Völkerrecht in der Tat durch Interpretationen weiterarbeiten. Was Herr Kress gesagt hat heute Morgen, war dieses Festnahmerecht, also die Idee, die auch vom IKRK kam, ob man nicht in nicht internationalen bewaffneten Konflikten, in dem sozusagen der Konflikt auf einer sehr niedrigen Flamme läuft und im Wesentlichen doch sehr weite befriedete Gebiete hat, ob man da nicht sagen muss, Festnahme geht vor Tötung. Denn ansonsten gilt natürlich schon der Grundsatz, deswegen ist humanitäres Völkerrecht ja auch ein Euphemismus, dass er legitime Ziele definiert. Und dass man sagen kann, jeder, der einer bewaffneten, militärisch organisierten Organisation unter einer einheitlichen Führung angehört, die eine gewisse Kontrolle über Teile des Landes ausübt, in Klammern und auch zur Anwendung dieses Rechts befähigt ist, dass die legitime Ziele sind und zwar zu jeder Zeit, egal was sie tun, ob sie auf dem Rückzug sind, sie gerade kämpfen in Stäben, in der Logistik, diese Personen, die dieser Organisation angehören, können sie jederzeit angreifen. Aber Personen, die dazu nicht gehören, das ist das Problem in der amerikanischen Drohnenpolitik, die diese Kriterien nicht erfüllen, können sie eben nicht angreifen. Die fallen dann nämlich raus und dafür gelten dann die allgemeinen Menschenrechtspaktregeln. Und dann tendiert eigentlich diese Möglichkeit, eine Person zu töten, gegen null, es sei denn, sie müssen sich bei der Festnahme ihres Lebens eines Angriffs auf ihr Leben erwehren. Das ist die vielleicht einzige Notwehrausnahme. Jetzt haben wir hier vorne zwei Fragen und danach würde ich dann sagen, gehen wir in den zweiten Fragenkomplex. Das sind, glaube ich, okay, dann drei, bitte. Ja, ich habe auch noch eine kurze Frage an Herrn Richter. Sie hatten ja davon gesprochen, dass Drohnen und ja, ähnliche Waffen nicht die Kriegsentscheidung erleichtern, wo ich Ihnen dann eigentlich auch zustimme, weil es ja eigentlich eine politische Entscheidung ist. Und es mag sein, dass ich das so ein bisschen aus einem zu geheimdienstlichen Aspekt vielleicht betrachte, aber ist das nicht gerade der Sinn mit Drohnen, dass man durch gezielte Tötung, so à la Nadelstichtaktik, unterhalb der Schwelle des Krieges bleibt und eben sozusagen
nicht mehr wie in Afghanistan, um Al-Qaida-Kämpfer dingfest zu machen oder zu liquidieren, dass man da nicht mehr ein ganzes Land quasi, dass man da einmarschieren muss, sondern dass man halt quasi nur noch mit Drohnen ja gezielte Tötung vornehmen kann. Und vor diesem Hintergrund stelle ich mir dann die Frage, wie realistisch schätzen Sie das ein, dass man dort oder in diesem Bereich vertrauensbildende Maßnahmen schaffen kann? Also Sie hatten ja schon gesprochen oder gerade erwähnt, was es schon für Regeln im Völkerrecht gibt, woran man das messen kann. Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass Abrüstungsregime im Bereich von konventionellen Waffen, dass man darüber vielleicht halt auch schon eine Art von vertrauensbildende Maßnahmen schaffen kann. Aber jetzt konkret jetzt auf Drohnen, also ist jetzt eine sehr spezielle Frage, aber inwiefern sehen Sie da überhaupt realistische Möglichkeiten, dass man dort in diesem Bereich vertrauensbildende Maßnahmen schaffen kann, also zwischen verschiedenen Staaten? Ich mache vielleicht eine kurze Zwischenbemerkung. Man denkt, wenn man Drohnen hört, zunächst immer nur an Predator und Reaper, was so eben langsam über Afghanistan fliegt. Aber Peter Singer hat gestern auch X-47B gezeigt. Das ist eben ein unbemanntes Kampfflugzeug in voller Schönheit oder Kraft oder Gewaltausübungsfähigkeit, das Bomben abwerfen kann, das Maschinenkanonen bedienen kann oder das Flugkörper abschießen kann, ähnlich wie das jetzt F-16 oder Tornados oder sonst was machen. Also es wird nicht nur Drohnen vorbereitet für diese Nadelstichgeschichte, sondern es werden eben vollfähige Kampfflugzeuge, die nur eben den Piloten oder die Pilotin nicht an Bord haben, werden auch vorbereitet. Das war eine Nebenbemerkung, aber wenn Herr Richter auf die andere Frage kurz antworten möchte. Ja, vielen Dank. Ich habe also das so verstanden, dass Ihre Frage sich, wir haben ja immer mit zwei Aspekten zu tun. Dem Aspekt der militärisch oder militärpolitischen Stabilität, das ist die eine Seite. Und die humanitäre Seite ist die andere. Und wir haben unterschiedliche Instrumente dafür. Militärische Stabilität bedeutet zum Beispiel nicht Waffenverbot, sondern es bedeutet Begrenzung, meistens in der Zahl. Da können wir diskutieren. Wenn wir humanitäre Sorgen haben, müssten wir ein Verbot anstreben. Das ist eine ganz andere Kiste. Lassen Sie mich aber auf die Kriegsschwelle kommen. Sie haben völlig recht, die Drohnen werden unterhalb der offiziellen Kriegsschwelle lange Zeit eingesetzt, aber die letzte Argumentation der Amerikaner, wenn Sie das lesen, was das Department of Justice dazu geschrieben hat, ist, dass sie eben eine Mischform anstreben, nämlich eine Mischform aus der Erweiterung sozusagen des Bereichs des nicht internationalen bewaffneten Konflikts in Verbindung mit Law Enforcement, also mit der Durchsetzung des Rechtes sozusagen, also eher des Strafrechtes, und dabei auch durchaus sagen, ja, eigentlich würden wir ja lieber festnehmen, aber wir können es nicht immer, daher müssen wir töten. Diese Argumentation beißt sich sozusagen selbst in den Schwanz, denn wenn Sie den humanitären Völkerrechtsrahmen wählen, brauchen Sie nicht festnehmen, dann haben Sie ein legitimes Angriffsziel. Wenn Sie aber dann doch unsicher sind, dann sagen Sie, naja, ist eigentlich doch eher Strafrecht, dann kann ich aber nicht festnehmen, weil die Umstände anders sind, was bei Bin Laden ja offensichtlich nicht so gelaufen ist. Also das ist eine sehr fragwürdige Argumentation. Dies hat etwas zu tun mit, aus meiner Sicht, mit der Kultur geheimdienstlicher Operationen. Das hat einer heute im Publikum schon gesagt. Das, was War on Terror ist über Drohnen, wurde früher durch Killerkommandos gemacht, durch Agenten. Es gab zwischendurch eine Zeit, da hat der Bill Clinton Cruise Missiles geschickt in der Antwort auf solche Geschichten. Aber in der Regel handelt es sich um Geheimdienstoperationen, die man eher so in den Bereich kleiner, verdeckter Kriege einordnen kann, unterhalb der Kriegsschwelle. Da haben die Amerikaner eine sehr lange Tradition. Wenn Sie sich die Geschichte der Marines angucken, die ist letztlich auch daraus entstanden, dass man irgendwo außerhalb Amerikas, außerhalb des Kontinents, irgendwelche kleinen, schmutzigen Kriege führen wollte, von denen die Zivilbevölkerung in den USA nichts wusste und auch nichts wissen wollte. Das geht heute im Zeitalter des Internets natürlich nicht mehr. Deswegen haben wir jetzt auch den Fokus darauf. Es ist aber immer noch die alte Geheimdienstoperation, die ja nichts mit Kriegsführung zu tun hat. Das ist die gezielte Tötung. Das wird immer Krieg als Krieg bezeichnet. Das sträubt sich mir als alten Offizier außer Dienst, sträubt sich mir das Gefieder. Das ist kein Krieg, das ist Tötung. Ob sie da etwas tun kann, ich kann nur sagen, das, was Herr Kress heute sagte, dem kann ich voll zustimmen. Egal, wer es tut, ob die Armee, der Geheimdienst, die Polizei, wer auch immer, wenn ein Rahmen des humanitären Völkerrechts nicht vorliegt, also sprich nicht internationaler bewaffneter Konflikt, dann darf keine Einheit eines Staates, es wird alles dem Staat zugerechnet, das sind ja keine unabhängigen, souveränen Einheiten, der Staat ist es letztlich, darf dann außerhalb des Menschenrechtspakts agieren. Ja, was für vertrauensbildende Maßnahmen kann man dann also betreiben? Nun, zunächst mal geht es dann darum, das humanitäre Völkerrecht nochmal zu unterstreichen, darauf werden wir aber noch kommen, vielleicht in der nächsten Runde.
die Frage, was können wir tun, um das einzuschränken auf der Ebene des, auf der völkerrechtlichen Ebene. Auf der abrüstungs- und vertrauensbildenden Ebene haben wir Instrumente, die wir stärken müssen. Wir haben zum Beispiel das VN-Waffenregister. Es gibt sogar schon einen Staat, der solche Importmeldungen in dem Fall gemacht hat. Das ist Großbritannien. Sie haben zwei Reaper von den USA 2007 eingeführt und melden das seither als Bestände im VN-Waffenregister. Das wäre also ein Vorbild. Dann haben wir den KSE-Vertrag, das Artikel 4-Abkommen zum Dayton-Abkommen. Wir haben den Moskauer Vertrag, weitgehend unbekannt. Das ist eine Grenzzone zwischen China, Russland, Kasachstan, Tadschikistan und Kirgisistan, in dem in einer 100-Kilometer-Zone ein KSE-ähnliches Regime durchgeführt wird, mit allem Drum und Dran, mit Waffenbegrenzung, Definitionen, Inspektionen und so weiter. Das heißt, selbst die Chinesen wissen genau, wie es geht. Die haben da nämlich Erfahrung. Sie inspizieren und lassen sich inspizieren, wenn auch in einem begrenzten Raum. Auch da sind Kampfflugzeuge nicht anders definiert, als wir es im KSE-Vertrag haben, also nicht im Prinzip anders definiert, oder im Waffenregister haben oder im Wiener Dokument im OSZE-Rahmen haben. Das heißt, alle diese Instrumente sind durchaus geeignet, und wir beiden sind auch Fürsprecher dafür, dass wir die Drohnen, die Kampfdrohnen natürlich, dort einführen, transparent machen und was den KSE-Vertrag betrifft, dann auch Begrenzungen quantitativer Art unterziehen. Punkt. Ja. Jetzt sind wir doch schon fast ein bisschen in die zweite Hälfte reingekommen. Das ist wegen der Zeit aber auch gar nicht so schlecht. Jetzt ist die Frage, ob die beiden Fragen dort noch gesagt werden sollten. Dann bitteschön. Sie haben vorhin alle davon gesprochen, dass wir nicht wissen, wie die Entwicklung ist. Es ist ja doch bekannt, dass von Pakistan aus Drohnen mit Nervengas bzw. mit Gasen geschickt wurden, um Aggression und Antiaggression zu setzen. Inwieweit ist das gesichert, dass die Drohnen, nicht die Kampfdrohnen, sondern die normalen Drohnen, nicht doch zu B- und C-Waffen gemacht werden? Zweitens, also ich glaube daran nicht, dass es nicht der Fall ist. Zweitens, inwieweit... Herr Kerz hat vorhin dieses Wort genannt und es ist nicht weiter darauf eingegangen worden. Inwieweit ist die Sicherheit gegeben, und zwar hat er Bürgerkrieg genannt. Inwieweit ist die Sicherheit gegeben, dass die USA oder auch Deutschland innerhalb Europas nicht auf die Drohnen in bürgerkriegsähnliche Situationen bringt, völkerrechtlich? Und was macht man, wenn die wenn die Russland das macht innerhalb ihres Landes oder zum Beispiel China mit der Mongolei? Trauen Sie sich da eine Antwort zu? Ja, es ist natürlich, also zu der Frage, ob Drohnen nicht auch als Träger von ABC-Waffen missbraucht werden könnten, muss man ganz klar sagen, ja, natürlich. Also die sind sehr flexibel in ihrer Bewaffnung und Herr Altmann und ich unter anderem haben da auch schon mal im Rahmen eines Friedensorchesters in Budapest uns dazu geäußert in einem kleinen Beitrag, dass die Gefahr, dass Drohnen auch als Träger von atomaren Sprengköpfen benutzt werden könnten, durchaus besteht und dass dem begegnet werden sollte. Diese Gefahr besteht allerdings meiner Ansicht nach in keinem anderen Maße, wie sie das nicht bei jedem anderen Trägersystem auch tut. Der Fall, den Sie jetzt beschrieben hatten von dem Nervengas in Pakistan, das bereits eingesetzt wurde, ist mir speziell nicht bekannt. Wäre wahrscheinlich auch ein Verstoß gegen das Chemiewaffenabkommen. Also wir haben ja schon Regimes, die sich damit auseinandersetzen. Insofern sehe ich das Problem natürlich, was Sie beschreiben, aber ich denke, dem wird ja seit geraumer Zeit begegnet, eben wie gesagt mit dem Biowaffenabkommen und dem Chemiewaffenabkommen. Atomar sieht das natürlich immer noch ein bisschen anders aus, aber nach dem, was Präsident Obama vor einigen Tagen hier in Deutschland gesagt hat, haben wir ja vielleicht da auch wieder neue Hoffnungen, wer weiß. Drohnen in Bürgerkriegssituationen, ja. Das haben wir ja auch. Also das wird ja von vielen Staaten werden Drohnen ja gerade als das Mittel angesehen, was man eben in diesen kleinen, oder wie es gerade genannt wurde, in dieser Nadelstichtechnik einsetzen kann, um eben punktuell gezielt kleinere Gruppen auch angreifen zu können. Und natürlich besteht diese Gefahr. Ob das jetzt auf dem europäischen Kontinent konkret diese Gefahr besteht, das hängt natürlich von der politischen Lage insgesamt ab und die ist ja momentan glücklicherweise relativ stabil, zumindest was das große Ganze angeht, was dann
inwieweit dann tatsächlich vielleicht für Polizeimissionen oder zur Riot Control, eben also zur der Frage, wie gehen wir mit Demonstrationen um, die vielleicht ja, ungeliebt sind, ob die nicht dann vielleicht auch irgendwann mit Drohnen angegriffen werden könnten, ist eine Frage des Polizeirechts. Dass wir da die Schwelle zum Bürgerkrieg übertreten würden, hoffen wir es alle nicht. Aber selbstverständlich könnten Kampfdrohnen ein Mittel sein, was dann im Rahmen solcher Konfliktsituationen auch zum Einsatz gebracht werden könnte. Also die Möglichkeit besteht durchaus. Ja, ich kann da kurz im Wesentlichen zustimmen. Der Fall, den Sie geschildert haben, dass von Pakistan aus eine Kampfdrohne mit irgendwelchen Gasen geflogen sein soll, ist mir nicht bekannt. Eins steht fest, dieser Einsatz wäre nach dem Chemiewaffenübereinkommen oder dem Übereinkommen über biologische und toxische Waffen verboten. Es ist zwar richtig, was Herr Stroh sagte, dass im Prinzip die Kampfdrohne ein Trägermittel ist, wie andere Flugzeuge auch. Es handelt sich um ein Flugzeug, das sollten wir nicht vergessen, das eben ferngelenkt ist und nicht Piloten hat. Sofort. Es gibt allerdings eine Bestimmung, die ich da noch ergänzen würde. Wenn man ein Trägermittel optimieren würde auf den Einsatz von Chemiewaffen, und zwar ausschließlich, dann wäre es implizit verboten durch das Chemiewaffenübereinkommen. Also das ist jetzt eine vage Antwort, weil ich den konkreten Fall hier nicht kenne. Dass Verträge gebrochen werden, wäre nichts Neues in der Geschichte, aber dass der völkerrechtliche Standard besteht, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und wir können jetzt nur hoffen, dass nach dem Ende des Bürgerkriegs in Syrien auch Syrien dem Chemiewaffenübereinkommen und dem B-Waffenübereinkommen beitritt. Zum Bürgerkrieg, ich glaube, ich habe Ihre Frage nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob Sie auf einen Bürgerkrieg in den USA und Deutschland anspielen oder ob Sie auf Bürgerkriege weltweit. Ja. Also das ist ja eine grundsätzliche Frage, die wir zum Beispiel in der Debatte der Schutzverantwortung, der Responsibility to Protect haben, inwieweit eine Regierung, ein Staat Waffen beliebig gegen die eigene Bevölkerung einsetzen kann. Syrien ist jetzt das Beispiel. Das halten wir natürlich für, also es gibt da eben unterschiedliche Bewertungen. Auch da muss die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt werden. Selbstverständlich kann sich eine legitime und anerkannte Regierung wehren. Das ist in Afghanistan der Fall. Es kommt dabei dann weniger darauf an, dass Gewalt angewendet wird. Das setzt man dann voraus. Das ist so. Deswegen ist es ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt. Sondern es kommt darauf an, unter welchen Kriterien Gewalt eingesetzt wird. Und wir haben ja die drei vorhin genannt. Also die Unterscheidung zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern, die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes und letztlich auch die Zuordnung, die Verantwortlichkeit der Kommandeure. Wenn diese Kriterien, also Grundkriterien gegeben sind, kommt es auf die Frage der Waffe nicht an, sondern die Waffe muss diesen Kriterien genügen. Ob das eine Drohne ist, ein Jagdbomber oder der Infanteriezug. Das ist nicht das entscheidende Kriterium hierbei. Und insofern kann man sagen, ja, in den Fällen, in denen es einen legitimen Waffeneinsatz auch im Inneren gibt, also bei nicht internationalen bewaffneten Konflikten, können alle die Waffen eingesetzt werden, die diesen Kriterien entsprechen. Gut, an sich sind wir aber dabei, eher die internationalen Probleme hier zu diskutieren. Und die nationalen sind da vielleicht doch eher ein bisschen Randprobleme. Also, mag sein, aber das ist ein Problem, was die Bevölkerung der USA mit ihren eigenen demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten lösen muss und auch lösen kann im Prinzip. Wohingegen. Ja, okay. Aber wir haben noch eine halbe Stunde. Ich schlage vor, dass wir das sonst auf die Privatdiskussion nach der Sitzung weiter verschieben und jetzt dann doch zu dieser zweiten Frage kommen. Was sollte denn wirklich passieren, um die möglicherweise entstehenden oder sich abzeichnenden Gefahren einerseits fürs Kriegsvölkerrecht, andererseits in Bezug auf Wettrüsten und drittens in Bezug auf Abrüstungsverträge oder neu zu schaffende Abrüstungsregeln zu lösen? Wie soll man damit umgehen? Wer möchte? Ja, die Frage kommt ja auch immer wieder auf, gerade in Bezug auf Kampfdrohnen, zum einen, wie sie jetzt schon im Einsatz sind, zum anderen auch
in Bezug auf die Frage, was kommt da noch und wie kann man dem vielleicht begegnen. Wenn wir jetzt über die Kampfdrohnen State of the Art sprechen, also sprich die, die jetzt schon im Einsatz sind, Predator, Reaper oder eben auch X-47B, was ja nur in Anführungszeichen nochmal eine Weiterentwicklung von dem ist, was wir bereits haben, nämlich eine ferngesteuerte Waffe, obwohl die X-47B ja auch zum autonomen Flug bereit sein soll, wenn sie denn eingesetzt wird letzten Endes. In Bezug auf die State-of-the-Art-Drohnen halte ich zumindest ein Verbot, wie es auch teilweise schon angestrebt wurde, oder die Ächtung für nicht sonderlich sinnstiftend, weil ich hatte es vorhin schon gesagt, ich bin der Ansicht, wenn jetzt etwas erstmal etabliert ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, diese Art von Trägersystem oder Waffensystem wieder von dem Schlachtfeld zu verbannen. Und das ist bei Kampfdrohnen nun mal jetzt auch so, dass sie leider, kann man sagen, etabliertes Mittel sind und von vielen Nationen angestrebt werden, auch diese zu besitzen. Und das insofern halte ich da ein internationales Ächtungsabkommen oder gar Verbotsabkommen für nicht besonders aussichtsreich und vielleicht auch nicht unbedingt sinnstiftend, wenn man sich nochmal anschaut, dass ja doch trotz aller Skepsis auch Möglichkeiten der präziseren Kriegführung und damit der Minderung von Individualleid diese Möglichkeiten auch mit Kampfdrohnen theoretisch bestehen zumindest. Was ich mir vorstellen könnte, sowohl für Kampfdrohnen als auch für erst recht dann autonome Systeme, Herr Richter hatte das vorhin schon angesprochen, ich muss mich da anschließen und insofern ein bisschen zurückrudern von dem, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich sind autonome Waffensysteme in einem Bereich, wo es zu 100% ausgeschlossen ist, dass ich zivile Schäden verursache, stößt dort auch bei mir auf nicht ganz so heftige Bauchschmerzen, um es mal so zu formulieren. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass man das zumindest für autonome Systeme, man könnte vielleicht auch darüber nachdenken, das für ferngesteuerte Systeme zu machen, den Einsatz von diesen Systemen beschränkt auf einen Bereich, in dem es quasi ausgeschlossen ist, dass nicht militärische Ziele anvisiert werden könnten. Wir kennen das auch schon aus dem humanitären Völkerrecht. Es gibt Vorschriften zum Einsatz von Brandwaffen, also Napalm etc. Diese Waffen dürfen überhaupt nur eingesetzt werden, wenn wirklich zu quasi 100% ausgeschlossen ist, dass Zivilisten sich in irgendeinem Einzugsbereich dieser Waffen befinden könnten. Und insofern haben wir schon ein Beispiel im Recht, was wir aufgreifen könnten. Und das wäre auch etwas, das ich mir für Kampfdrohnen und erst recht, also bei Kampfdrohnen halte ich es für einen gangbaren Weg, der sicherlich diskutiert werden könnte und aber auch auf Widerstand stoßen würde. Für autonome Systeme halte ich es sogar für die unterste Stufe der Regulierung, die wir anstreben sollten, den Einsatz zu begrenzen auf ein sehr enges Gebiet, wenn wir nicht sogar eben mit der schon angesprochenen Campaign to Stop Killer Robots zum Beispiel gar ein Verbot anstreben wollen. Ja, wie schon gesagt, müssen wir zwei Richtungen gehen. Das eine bezieht sich auf die Sorgen im Blick auf das humanitäre Völkerrecht, das wir haben, wenn neue Technologien eingeführt werden. Das andere ist eine andere Sorge, nämlich dass die militärpolitische Stabilität in Gefahr gerät. Und ich hatte schon gesagt, wir haben ganz unterschiedliche Instrumente für beide Wege, die wir da beschreiten müssen. Ich fange mal mit den ferngelenkten Drohnen an, die wir derzeit im Einsatz sehen und die wohl auch eine Zeit lang noch im Einsatz bleiben werden. Herr Stroh hat es angesprochen, deswegen kann ich hier kurz bleiben. Ferngelenkte Drohnen können völkerrechtskonform eingesetzt werden. Das hat nichts mit dem Rechtsrahmen, den wir beide bestreiten, zu tun, den die USA gewählt haben. Das ist hier nicht gemeint, sondern ein völkerrechtskonformer Einsatz. Und die Präzision dieser Waffe kann sogar dazu führen, dass dem humanitären Völkerrecht besser Genüge getan wird. So gibt es, ich würde das jedenfalls so sehen, eine Pflicht der Staaten in bestimmten Kampfsituationen, die beste aller möglichen Aufklärungen vorauszusetzen, um sicherzugehen, dass das Unterscheidungsgebot eingehalten wird. Und auch um sicherzugehen, dass das Unterscheidungsgebot eingehalten wird, braucht man eine Sofortreaktion, wenn man etwas erkannt hat. Wenn man jetzt erst eine Fernwaffe einsetzt, die dann 30 oder 40 Minuten fliegt und dann eintrifft, wenn man nichts mehr zurückholen kann, aber die Situation am Ziel sich geändert haben kann, wäre das aus meiner Sicht problematischer. Komischerweise hat man aber bei Cruise Missiles oder bei Abstandswaffen von Jagdbombern diese Kritik nicht geäußert, ausgerechnet bei Drohnen. Also insofern sage ich jetzt mal ketzerisch, wenn der Rechtsrahmen stimmt, könnten Drohnen sogar präziser wirken. Eine Aktion
im Sinne des humanitären Völkerrechts sehe ich hier nicht als erforderlich. Alle Normen, die wir brauchen, haben wir. Die müssen eingehalten werden, das ist klar. Der vollautonome Einsatz ist da etwas anders zu bewerten. Auch hier muss man sagen, dort wo also Zeitbegrenzungen vorliegen, die eine vernünftige Abwehr durch Menschen kaum noch zulassen, das ist immer dann gegeben, wenn Raketen einfliegen, wird man gewisse autonome Funktionen als nicht nur militärisch nützlich ansehen, es ist auch eine Pflicht der Staaten, ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Wenn Sie als Beispiel das System Iron Dome nehmen, das ja dann nochmal selektiert zwischen einfliegenden Raketen, die nur ins offene Feld fallen, und einfliegenden Raketen, die auf urbane Territorien fallen, und nur die werden dann abgeschossen, dann sind das autonome Funktionen oder automatisierte Funktionen, die, glaube ich, unproblematisch sind. Dasselbe trifft zu für die Abwehr auf Schiffen. Deutsche Fregatten führen so etwas mit, oder für die automatische Abwehr von anfliegenden Flugabwehrraketen, die man den Jagdbombern mitgibt. So, da könnte man jetzt erstmal sagen, das ist alles eher defensiv. Das kann man noch um einen Zirkel ausweiten und das genau tun, was Sie gesagt haben. Wenn man sicherstellen kann, durch die Art der Operationsführung, durch die Verfahrensweise, dass solche Kampfroboter nur in Bereichen eingesetzt werden, von denen man sicher davon ausgehen kann, dass es eine Kampfzone ist, in der man zivile Ziele nicht verletzt und dass diese Kampfzone auch eng begrenzt ist, zeitlich und räumlich, dann halte ich es für machbar, das mit dem humanitären Völkerrecht in Übereinstimmung zu tun. Allerdings, und hier kommt mein Punkt, wenn es darum geht, selbstständige Selektionen zu betreiben über vorgegebene Parameter, Algorithmen durch die Programmierung auf gut Deutsch, die dann bestimmte Einzelpersonen aufs Korn nehmen oder auch sogenannte Signature Strikes durchführen, also Personengruppen angreifen aufgrund ihres Verhaltens, da hätte ich dann große Probleme. Denn wenn Sie sich alle Kriterien, also zunächst mal das Kriterium Einzelperson ist kein militärisches Kriterium. Das ist das gezielte Töten. Für den Soldaten ist es völlig unerheblich, welches Gesicht hinter einer Panzerkanone steht, der das abdrückt. Es geht darum, eine militärische Bedrohung auszuschalten. Ich muss keinen einzelnen Mann persönlich töten. Das ist eigentlich auch gar nicht Ziel der Operation. Ziel ist, die Schlacht oder das Gefecht zu gewinnen, dass dabei viele Leute ums Leben kommen. Das ist Realität, aber eigentlich nicht das Ziel. Und wenn ich einen gezielt umbringen will, dann bin ich wieder bei der völkerrechtsgrauen, mindestens grauen Geheimdienstoperation, die wir ja vorhin gerade bestritten haben. Also diese Funktion brauche ich überhaupt nicht militärisch. Signature Strikes sind ebenso gefährlich, weil erstens kann man technisch wahrscheinlich gar nicht sicherstellen, dass man wirklich unterscheiden kann zwischen eigenen Kräften, befreundeten Kräften, Milizen, Polizeikräften und einfach auch Waffenkulturen. Wir haben viele Staaten auf dieser Welt, wo es zum männlichen Habitus gehört, Waffen mit sich zu führen oder bei Hochzeitsgesellschaften auch mal Freudenfeuer abzugeben. Das alles zu unterscheiden, wird nicht möglich sein, weil es zum großen Teil situationsbedingt ist. Und das verlangt eine gewisse situationsbedingte Bewertung. Und die wird der Mensch treffen müssen, weil die Gefahr, das Risiko des Irrtums, der Kollateralschäden, die ungewollt sind, etc., etc., ist zu hoch. Und sie ist auch in asymmetrischen Kriegen nicht erforderlich. Hier haben wir nämlich keinen Zeitdruck, sondern diese Jagd auf Einzelpersonen wird ja nach Wochen und Monaten, so wie es vorhin auch dargestellt worden ist, dann zum Erfolg kommen, wenn das Window of Opportunity besteht. Also nach einer langmonatigen oder wochenweise dauernden Jagd, wo ist da bitte der Zeitdruck? Sehe ich nicht. Das ist für mich die rote Linie und hier, denke ich, muss man jetzt wieder unterscheiden, was kann man tun. Sie haben die Instrumente angesprochen, VN-Waffenkonvention, mit Brandwaffen, Laserwaffen und so weiter. Sollte man ein weiteres Protokoll hinzufügen? Das Problem ist folgendes. Eine Kampfdrohne ist zunächst mal eine fliegende Plattform, die als solche nicht verboten werden kann. Das ist ein Flugzeug. Zweitens, die Waffen, die diese Kampfdrohne mitführt, sind dieselben Waffen, sehr präzise, die Jagdbomber mitführen. Diese Waffen fallen unter kein Verbot. Was also wollen Sie verbieten? Sie müssten also verbieten, eine Verfahrensweise, man könnte das im weiteren Sinne als Method of Warfare sehen, wie es im humanitären Völkerrecht dargestellt ist, eine Verfahrensweise, die in sich gefährlich ist, weil sie diese Unterscheidung, die Unterscheidungsnorm nicht zulässt und noch vielleicht noch wichtiger, weil sie nicht zulässt, die Abwägung vor Ort zu treffen, was ist verhältnismäßig und was ist nicht verhältnismäßig. Das ist vielleicht noch wichtiger als die Unterscheidung. Denn im Kriegsnebel macht der Mensch auch Fehler bei der Unterscheidung. Das ist völlig klar. Also, an der Stelle denke ich,
dass es vernünftig wäre, wenn die internationale Staatengemeinschaft eine international verbindliche, völkerrechtsverbindliche Erklärung abgibt, dass auch im Zeitalter der Robotik die Normen, die Grundnormen, wir haben sie aufgezählt, Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit, Verantwortlichkeit, erhalten bleiben. Und dass es keine Einsätze gegen Personengruppen geben darf, die autonom geführt werden. Die würde ich einfach vom Verfahren her ausschließen wollen. Zur militärischen Stabilität, wenn Sie das mal wollen. Ja. Militärische Stabilität ist ein anderer Bereich. Der bezieht sich nicht auf Waffenverbote, sondern auf die Verhinderung von Rüstungsspiralen. Sie erlaubt Waffen, begrenzt sie aber zumindest in der Zahl. Indem sie sie definiert, gibt es eine gewisse qualitative Begrenzung, aber die ist deutlich schwächer ausgebildet als die quantitative Begrenzung. Beispiel KSE-Vertrag, Dayton-Abkommen. Darüber hinaus gibt es vertrauensbildende Abkommen, die zumindest Transparenz fördern, vom VN-Waffenregister der UNO bis zum Wiener Dokument der OSZE. All diese Instrumente müssen gestärkt werden. Mein Plädoyer wäre, die Kampfdrohnen überall dort aufzunehmen, sie damit implizit transparent zu machen, aber auch zu begrenzen. Und dann haben wir natürlich das Problem, und das richte ich auch an Sie hier alle, diese Instrumente funktionieren vor allen Dingen in Europa und in der westlichen Welt. Sie funktionieren aber nicht außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Instrumente. Sie tun nichts dazu, um den Rüstungswettlauf, den wir derzeit sehen in Ostasien, Südostasien, im indischen Subkontinent, im Nahen Osten, aufzuhalten. Hier ginge es darum, Rüstungskontrolle mit diesen Erfahrungen Europas, dieser Rüstungskontrolle werbend, politisch werbend, in diese Räume einzudringen und zu sagen, das wäre auch was für euch. Damit könnt ihr kooperativ eure Streit zumindest so weit schlichten, nicht zu politischen Lösungen kommen, aber so weit schlichten, dass es nicht die Eskalation zum Kriege gibt. Warum, frage mal jetzt an alle, warum haben eigentlich die Grünen so wenig Interesse an konventioneller Rüstungskontrolle? Ist das zu kompliziert? Da gibt es keine NGO. Es ist natürlich eine einfache Botschaft zu sagen, ach, ich fordere jetzt mal ein Waffenverbot. Das ist klar, prägnant, präzise und auch einfach zu durchdenken. Konventionelle Rüstungskontrolle ist verdammt kompliziert. Leider ist sie auch in Europa in Gefahr. Der KSE-Vertrag ist ausgesetzt. Das Nachfolgeabkommen wird von der NATO blockiert. Den alten Vertrag haben die Russen suspendiert. Also hier haben wir ein Problem. Und hier würde ich mir persönlich wünschen, dass die Zivilgesellschaft stärker sich engagiert, dieses gute alte Instrument, das uns doch so viel gebracht hat, der konventionellen Rüstungskontrolle in Europa zu erhalten, zu verbessern und vielleicht auch nochmal regional auszuweiten. Danke. Vielen Dank. Vielleicht von mir zunächst, bevor ich dann nochmal Fragerunde ans Publikum gebe. Zwei Fragen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sich nur wünschen, also kein Zusatzprotokoll, was bestimmte Einsatzformen verbietet, sondern nur eine Erklärung, wir werden weiterhin das Kriegsvölkerrecht einhalten? Und die zweite Frage ist, sehen Sie nicht, wenn man an bestimmten Stellen automatisches Schießen erlaubt, dass man doch abgleiten kann in eine Ausweitung der möglichen Einsatzformen? Wenn die Militärs, die Streitkräfte, die schon mal eingeführt haben, dann werden sie eben auch gerne in anderen Situationen einsetzen wollen. Zur letzten Frage. Ich glaube, Sie unterschätzen möglicherweise das Militär. Wir haben hier noch nicht darüber gesprochen, auf welchen Ebenen Robotik eingesetzt wird. Es ist gerade die militärische Führungskultur, die sich taktische, operative und strategische Entscheidungen nicht aus der Hand nehmen lassen wird. Ich kenne auch keine technische Entwicklung. Das ist noch nicht mal etwas, was Peter Singer gesagt hätte, dass diese Führungsebenen übersprungen würden und dass damit also Kriegsschwellen automatisch gesenkt würden oder dergleichen. Peter Singer hat in seinem letzten Artikel in der IP deutlich gemacht, wo er Robotik sieht. Nämlich er hat von dem Warfighters Associate gesprochen. Auf der untersten Kampfebene als den Gehilfen des Kämpfers. So würde ich das auch sehen. Auf dieser Ebene ist die Robotik aber durch die Operationsführung als Ganzes einzufangen. Deswegen haben wir gesagt, dort, wo man sicherstellen kann, dass diese Grundnormen des humanitären Völkerrechts eingehalten werden kann, halte ich sie dann auch kontrolliert für durchaus überlegenswert, sage ich mal vorsichtig jetzt. Überall dort, wo aber die Gefahr zu groß wird, dass diese Grundnorm nicht mehr eingehalten werden kann. Und das wäre immer bei automatischen Funktionen der Fall, wo man also auf Menschen zielt, einzelne Personen oder Signature Strikes, halte ich das für nicht verantwortbar.
Und an der Stelle, und jetzt komme ich zu Ihrer ersten Frage, würde ich es auch ausschließen wollen. Die Frage ergibt sich aus der Systematik des internationalen Abrüstungsrechtes. Wenn Sie zum Beispiel die VN-Waffenkonvention nehmen, dann bezieht sie sich auf die sogenannte Martensche Klausel. Das sind also Waffen, die durch ihre Natur nicht begrenzt werden können auf militärische Ziele und die, das ist das zweite Kriterium, unnötige Leiden verursachen. Und genau so wird dieses VN-Waffenabkommen in einem sehr langen Namen auch umschrieben. Wir sagen nur jetzt kurz VN-Waffenabkommen, weil man sonst drei Zeilen jetzt aufzählen müsste, wie das Waffenabkommen eigentlich wirklich heißt. Und dazu gibt es Zusatzprotokolle und sie beziehen sich alle auf Waffen. Ich will nicht ausschließen, dass in Einzelfällen auch Verfahren dort angesprochen werden, bei dem Minenprotokoll beispielsweise. Aber ich kenne bisher noch keinen, und ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass das logisch ist, kein Zusatzprotokoll, das nur auf Verfahren sich bezieht. Weil was kann dieses Verfahren denn leisten? Dieses Verfahrensprotokoll müsste in einem Fall vielleicht das Verbot einer automatisierten Tötung von Einzelpersonen oder von Gruppen ausschließen und gleichzeitig deutlich machen, dass es aber andere automatisierte Funktionen gibt, die militärisch durchaus weiterhin nutzbar sind. Wo passt aber so ein Protokoll hin? Eigentlich nicht so sehr von der Systematik in die VN-Waffenkonvention, sondern wahrscheinlich brauchen wir eher eine Erklärung zu den Genfer Konventionen, dass auch im Zeitalter der Robotik diese Grundnormen gelten und dass dort, wo sie nicht umgesetzt werden können, Angriffe, letale Angriffe auf Personen und Menschengruppen verboten sind. Aber mit der Begründung, dass die Normen implizit nicht eingehalten werden können. Das war meine Schlussfolgerung. Ich bin offen. Wenn das politisch verhandelbar ist, kann man natürlich auch ein Zusatzprotokoll zur Waffenkonvention machen und kommt zum erstaunlichen Ergebnis, man verbietet gar keine Waffe, sondern verbietet ein Verfahren. Das war mein Punkt. Gut, wir haben dann einige Wortmeldungen gehabt. Dort war die erste. Ja, bitte das Mikrofon dahin. Da war schon längere Zeit eine. Wenn es gerade geht. Und wir sammeln dann die Fragen, weil sonst gibt es Probleme mit der Zeit. Ich versuche es kurz zu machen. Ich habe soweit verstanden, Waffen können wir nicht verbieten. Das wird es halt immer wieder geben und immer wieder neue. Und die Dimensionen werden übersteigen zu unserem Verständnis, was Waffen sind. Aber die entscheidende Frage ist, oder das Ergebnis ist, was ich mitnehme, ist, es kommt auf das Verfahren an. Nun ist es so, dass bei diesem Münchner Sicherheitskonferenz der Ischinger sagte, wie viel Marktwirtschaft erlaubt unsere Verteidigung. Und da interessiert mich halt Europa. Wenn jetzt nun halt solche Fragen in den Raum gestellt werden angesichts unserer Finanz- und Schuldenprobleme und Krise in Europa und alles halt ins Privatwirtschaft ausgelagert werden, der Einsatz und Durchführung solcher Kriege und Waffen, ist mein Rechtsverständnis so, dann haben wir ja überhaupt nicht die Möglichkeiten, da irgendwie Einfluss zu nehmen als normalsterblicher Bürger oder Zivilbevölkerung, dann sind unsere Sicherheitsfragen in Standards, zivile, völkerrechtliche, ja, so ein bisschen angegriffen. Ja, danke. Vielen Dank. Wir gehen dann weiter. Hier war eine. Oder jetzt unterwegs vielleicht dann gerne der Kollege dort. I have one question. Ich habe eine Frage zur Nutzung autonomer Waffen, wie zum Beispiel automatischer Waffen. Denn nach einigen Stunden wurde jetzt hier gesagt, dass diese benutzt werden können im Rahmen des Völkerrechts, wenn wir sicher gehen können, dass sie so benutzt werden in einer evakuierten Kriegszone. Und meine Frage wäre, in welchem Sinne wäre das denn dann anwendbar? Denn das Wesen der derzeitigen Konflikte besteht darin, dass es schwierig ist, sicherzugehen, dass es eine komplett evakuierte Kampfgebietszone gibt und dass da eben keine Drohnen dann beteiligt wären. Okay, ich will mich kurz fassen. Ich bin Historikerin und ich habe, was ich hoffe, dass Sie als konstruktives Kritik aufnehmen, ich vermisse etwas, und zwar eine Kontextualisierung
diese ganze Problematik. Und ich meine, dass historisch diese Problematik, das haben Sie bei den Haager Konventionen derzeit am Anfang des letzten Jahrhunderts, das war, man kann diese Linie durchziehen, auch eine Kontextualisierung der Kontrahenten heute. Wir haben auf der einen Seite die USA, ein mächtiges Land, und die Leute, die Leidtragende sind, sind in Ländern, wo sie kaum funktionierende Regierungen haben. So, ich vermisse einen Umriss und eine Kontextualisierung von, um zu verstehen, wer sind die Leute, die an diesen Sachen aktiv sind und was könnte ihre Motivation sein, weil jetzt ist es so, wir haben diese Diskussion und ich fühle mich ein bisschen hilflos, weil ich weiß es nicht, wo ich diese ganze Problematik wirklich platzieren kann. Dankeschön. Dann haben wir hier noch zwei. Danke, also meine Frage bezieht sich auch auf den von Ihnen als relativ unproblematisch angesehenen Einsatz von autonomen Systemen in Feuerfreizonen. Da würde mich interessieren, dass es ja durchaus auch Szenarien gibt, in denen sich zum Beispiel ein Kombattant ergeben möchte oder verwundet ist. Und da würde ich die Frage stellen, inwieweit dann ein System auch dazu in der Lage sein muss, das zu erkennen und dann das Feuer nicht zu eröffnen. Eine zweite Frage, die ich so noch in Bezug auf die politische Machbarkeit stellen würde gern, ist, wie Sie die Wahrscheinlichkeit einsetzen. Wir haben das jetzt bei verschiedensten Konventionen, Ottawa-Konventionen und so gesehen, dass der Hegemon, also die USA, nicht bereit ist, sich solchen Konventionen zu unterwerfen. Wie schätzen Sie das ein, dass das in diesem Bereich denn passieren würde? Danke. Dankeschön. Zwei Fragen noch. Danke. Meine Frage hat mit den Signature Strikes zu tun. Professor Richter, Sie haben ja erwähnt, bei den autonomen Waffen, dass die verboten werden sollten. Und ich bin Ihrer Meinung, dass es schwierig wäre, sich vorzustellen, dass man automatisch Waffen sich vorstellen könnte bei Signature Strikes. Aber trotzdem gibt es in den USA ein Interesse daran, ein Verbot einzuführen für die Anwendung von Signature Strikes von Drohnen, wo auch ein menschlicher Operateur diese Drohnen bedient in Pakistan und in Jemen, wo eben der Mann diese Truppen sieht und schlägt dann zu und tötet. Und in meiner Ansicht, und da frage ich auch die Podiumsteilnehmer, wie sehen Sie das Völkerrecht denn? Meine Sorge ist dabei, dass das Problem eigentlich nicht im Punkt trifft, denn es gibt einige zum Beispiel Gruppen, die irgendwelche RID-Systeme auf einer Bombe vorrichten und einbauen, und dann wäre dieser Schlag durchaus legitim, völkerrechtlich gesprochen. Oder ein anderer Fall wäre, wo jemand einfach nur eine Waffe trägt in einem Trainingslager, und dann wäre das kein legitimer Schlag mehr. Als Menschenrechtsgruppe haben wir also mehr Informationen von der amerikanischen Regierung erbeten, was diese Signatures denn sind. Aber es gibt natürlich ein Interesse von Gruppen, diese Signature Strikes komplett zu verbieten, und ich frage mich, ob das klug wäre im Hinblick auf das Völkerrecht. Mir geht es nicht unähnlich wie den beiden Damen. Also der Zufall will, dass ich gerade im Jemen war und in Pakistan, also in beiden Ländern, wo die meisten Drohnenanschläge sind. Das Interessante ist, dass die Bevölkerung dort den Eindruck hat, dass diese Drohnenangriffe mit ihnen, also dass sie sich nur als Opfer wahrnehmen dieser Drohnenangriffe. Dass sie, also es wird zwar zum Teil politisch benutzt, sagen sie auch offen, also insbesondere in Pakistan, sagen sie, diese Drohnenangriffe treffen durchaus die richtigen Leute, wird dann trotzdem von der pakistanischen Regierung politisch eingesetzt. Aber sie haben den Eindruck, sie selber haben mit der Legitimierung dieser Waffe nichts zu tun, zum einen. Und mein Eindruck ist auch, dass die Bestimmung von sogenannten Kombattanten nicht so einfach ist in diesen Gebieten. Also wer will sagen, das ist jetzt ein Talib oder wer ist ein Teilzeit-Talib, und wie werden da, das hat mit Geheimdiensterkenntnissen zu tun, aber
ich finde diese, also vor Ort wird das als außerordentlich zweifelhaft angesehen. Und insofern frage ich mich, inwieweit diese Dinge nicht konfliktschürend sind letztendlich. Ja, vielen Dank. Wir kommen dann zu einer Abschlussrunde. Meine beiden Partner hier werden versuchen, die Fragen zu beantworten. Und wenn Ihnen noch irgendetwas wichtig wäre, dann dürfen Sie das auch sagen. Wollen Sie anfangen, Herr Stoh? Ja, danke. Wenn ich was vergessen sollte, weisen Sie mich gerne darauf hin. Die Frage, die jetzt zweimal mindestens aufkam, war eben die nochmal nach den danach, wie in auch diese Feuerfreizone, wie es gerade genannt wurde, ob dort nicht vielleicht doch auch noch rechtliche Probleme zu erwarten sind, wenn wir die Systeme dort einsetzen, den Einsatz zulassen würden. Ich sehe das durchaus auch problematisch. Also ich würde mich dieser Kritik auch durchaus anschließen wollen. Ich sehe den Bereich wirklich auch, den Anwendungsbereich für autonome Systeme, die ohne menschlichen Einfluss reagieren, tatsächlich auch eher begrenzt auf den von Herrn Richter auch beschriebenen Fall, wie zum Beispiel der Seeverteidigung, also dass wir eine Fregatte haben und wenn sich der ein metallisches Objekt mit einer gewissen Geschwindigkeit nähert, dass dann automatisch reagiert wird von dem System, da sehe ich keine rechtliche Problematik. Was jetzt aber die andere Frage angeht, wie das in so einer Combat Zone durchgesetzt werden könnte, wo ja dann doch auch wieder zwar meinetwegen nur Kombattanten unterwegs sind, aber diese sich ja vielleicht auch ergeben möchten und eben dann einer Drohne gegenüberstehen, die ihnen keine Handschellen anlegen wird. Ich sehe dieses Problem auch. Ich habe da auch große Schwierigkeiten damit und habe mich ja deswegen vorhin auch versucht, möglichst zurückhaltend auszudrücken, weil diese Minimierung von Handlungsalternativen auf eben Schießen oder untätig sein sind ein Problem von Kampfdrohnen, das sich immer wieder mal stellt. Also das gerade nicht nur in solchen Combat Zones, auch was in, wir haben ja schon jetzt öfter darüber geredet, dass es in der rechtlichen Grauzone mal gelinde gesagt durchgeführt wird, was in Nordwaziristan passiert, dass dort eben der Versuch, eine Festnahme vielleicht durchzuführen, gar nicht mehr erst unternommen wird. Das halte ich für rechtlich hochgradig problematisch. Insofern würde ich mich da dieser Kritik an dem Konstrukt der Combat Zone, in der autonome Systeme dann vielleicht doch rechtskonform eingesetzt werden könnten, durchaus anschließen wollen, wenn es denn um Humanoide geht, die dann wieder in diesem Konfliktareal oder in dieser Feuerfreizone, wie Sie es genannt haben, unterwegs sind. Die Frage zum historischen Kontext und wie dort, was für Motivation, ich habe es so verstanden, dass die Frage war, welche Motivation könnte überhaupt noch bestehen für Akteure, sich selbst zu beschränken? Oder wie könnte man diese Motivation vielleicht wecken? Ich denke jetzt gerade in den USA, die ja häufig dann doch verdächtig sind, vielleicht sich eher mal nicht einem Abkommen anzuschließen, ist das durchaus gerade auch auf dem Tisch, diese Diskussion. Und ich hoffe und denke auch, dass die Diskussion dort jetzt gerade durch die Prominenz, die Kampfdrohnen ja jetzt dann auch international erlangt haben in den letzten Monaten und ja auch von dem Präsidenten selbst adressiert wurden und er selbst ja auch gesagt hat, dass wir dort aufpassen müssen oder uns Gedanken darüber machen müssen, wie wollen wir Drohnen rechtlich einsetzen, dass man vielleicht über diese Diskussion, wenn man die wirklich in die Mitte der Gesellschaft tragen könnte, vielleicht dann doch auch wieder einen zivilgesellschaftlichen Druck, wie Herr Richter das ja auch gerade für Akteure im Osten prognostiziert hat, dass man durch zivilgesellschaftliche Bestrebungen dann dort vielleicht wieder einen Druck aufbauen kann, oder ich glaube, dass man ihn aufbauen kann, man muss ihn eben nur auch entsprechend untermauern und mit Nachdruck verfolgen, sodass dann vielleicht auch sogar die USA bereit sind, sich entsprechenden Abkommen, seien sie jetzt bezogen auf eine bestimmte Methode der Kriegführung oder auch auf bestimmte Systeme, vielleicht sogar doch anschließen könnten. Die Frage nach den Signaturen der sogenannten Signature Strikes habe ich so verstanden, also die Frage war, wie man humanitär-völkerrechtlich vielleicht auch an die Signaturen rangehen könnte, ob man nicht Kriterien schaffen müsste für die Signature Strikes, die dann dazu führen, dass eben unrechtmäßige Tötungen ausgeschlossen werden. Ich sehe das auch sehr problematisch, gerade weil eben die Signaturen, so wie sie jetzt momentan benutzt werden, um Terrorverdächtige dann anzugehen, nicht öffentlich gemacht werden, nicht einsehbar sind und man nur mutmaßen kann, was dort
jetzt genau die Kriterien sind. Man hat ein paar Sachen gelesen, dass es da teilweise wirklich auch einfach nur Geschlecht und Alter sind, die schon für eine bestimmte Einordnung dann sorgen. Ich sehe das insofern ein bisschen schwierig, weil es da ja dann auf die Einsatzregeln eines konkreten Einsatzes ankommt, also auf die Rules of Engagement, sodass dann das wieder sehr in der Hand des einsetzenden Staates liegt und weniger auf internationaler Ebene dem beizukommen ist. Insofern sehe ich das als etwas schwierig an. Die letzte Frage, die sich bezog auf den Kombattantenstatus Einzelner, die ja immer wieder Ziel von Drohnenangriffen sind, ist ein großes Problem im humanitären Völkerrecht insgesamt, gerade im Recht des nicht internationalen bewaffneten Konfliktes, weil wir dort eben nicht diese Kombattantendefinition haben, wie wir sie für den internationalen bewaffneten Konflikt, also den Zwei-Staaten-Krieg, anwenden können. Die Definition des Kämpfers ist ja wesentlich diffiziler, gerade weil er eben keine Uniform trägt und wie es ja auch Herr Richter gesagt hat, dass es eben da bestimmte kulturelle Verhaltensweisen auch gibt, eben dass man einfach generell mit Waffe rumläuft, was dann schon ja in unseren Breitengraden sicherlich zu einer Festnahme führen würde, aber dort eben schlicht normal ist, ist ebenfalls ein großes Problem, was seit Jahren im humanitären Völkerrecht auch diskutiert wird. Also auch das IKRK setzt sich immer wieder mit der Frage auseinander, wie bekommen wir mehr Rechtssicherheit in den nicht internationalen bewaffneten Konflikt, gerade im Rahmen der Kombattantenbestimmung. Und ich sehe das dann auch so, dass mit der Bundesregierung, dass wir allein schon aus diesem Grund, es gibt tausend andere Gründe, die das eben noch ebenfalls untermauern, wenn wir überhaupt Kampfdrohnen einsetzen wollen, dann bitte nur in bewaffneten Konflikten, wo wir klar unterscheiden können und eben nicht in diese Situationen uns reinbegeben, weil auch im Jemen haben wir die Situation, es liegt kein bewaffneter Konflikt vor. Dementsprechend würde ich da noch gar nicht mal so weit gehen, zu sagen, da sind irgendwelche Kämpfer, die angegriffen werden könnten. Das sind Individualattacken, die richten sich gegen Personen, die auf irgendwelchen Listen stehen, von denen keiner weiß, wie sie auf diese Listen gekommen sind. Also insofern sehe ich da den Raum gar nicht jetzt für das humanitäre Völkerrecht, weil im Jemen befinden uns nicht im bewaffneten Konflikt. Also das nochmal zu der Kombattantenbestimmung in den ja, Randgebieten. Punkt. Ja, vielen Dank für diese vielen sehr qualifizierten Fragen. Also nochmal zurück zu dem, was Herr Stroh auch schon angesprochen hat. Autonome Waffen in evakuierten Kampfzonen. Wenn Sie, vielleicht haben Sie überhört, dass ich nicht nur über evakuierte Kampfzonen gesprochen habe. Das war ein Beispiel, das eher aus der Operationsplanung des Kalten Krieges kam, wo man das in der Tat gemacht hat, um Flächenfeuer wirken lassen zu können, ohne Zivilbevölkerung zu schädigen. Das war natürlich in einem klassischen Krieg leichter möglich als in einem asymmetrischen Krieg, sind wir uns völlig einig. Ich habe aber auch davon gesprochen, dass es eindeutig militärische Ziele sein müssen. In der Tat besteht das, was Herr Stroh sagte, dass man den Völkerrechtsstatus nicht nur nach der grundsätzlichen Einordnung als Kämpfer oder Nichtkämpfer beschreibt, sondern natürlich auch nach den Schutzrechten, die sich ergeben, wenn man sich zum Beispiel ergibt, wenn man verwundet ist, wenn man grob gesagt außer Gefecht gesetzt ist. Und dies dann entscheiden zu können, ist eine Sache, die der Mensch machen muss und nicht die Maschine, das kann sie nicht. So kann man ihn auch nicht programmieren. Und deswegen sprach ich von eindeutig militärischen Zielen. Ein Panzer, der eine gewisse rote Linie überschreitet, kommt nicht über die rote Linie, um sich zu ergeben. Ich sage es jetzt mal lakonisch. Ja. Da sehe ich also einen etwas weiteren Spielraum für Robotik. Aber ich sehe genauso gut die rote Linie, die überall dort einzuhalten ist, wo wir es mit Menschen auf der anderen Seite zu tun haben. Und das bringt mich dann auch zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben. Signature Strikes, natürlich. Es lässt sich nicht unterscheiden, durch eine, auch teilweise nicht durch Operateure, die eine Maschine fernlenken, ob sich das, was Sie da am Boden sehen, nun, ob es sich dabei eindeutig um Kämpfer handelt und welchen völkerrechtlichen Status die gerade haben. Denn wenn einer zum Beispiel eine Sprengfalle irgendwo einbaut, wissen wir genau, dass es die afghanische Polizei beim Training ist oder dass es Talib, und zwar nicht nur politische Talib, sondern Kämpfer sind, denn das wäre die Voraussetzung. Oder pflanzt einer gerade sein Kreuzchen an einem Straßenrand, weil er dort seinen Sohn verloren hat bei einem Verkehrsunfall. Übrigens, diese Täfelchen finden Sie überall in Deutschland. Das ist sehr schwierig zu unterscheiden, deswegen bin ich grundsätzlich gegen Signature Strikes, ob jetzt automatisch oder durch Operateure. Es sei denn, und jetzt kommen wir wieder zum Kontext, der operative Kontext ist eindeutig.
der ist im klassischen Kriege natürlich eindeutiger als in einem Krieg, in dem sich klare Fronten nicht abzeichnen, sondern Guerillas aus der Zivilbevölkerung heraus operieren. Und dann wird es auch wirklich gefährlich mit solchen, ist fast wie eine Rasterfahndung, dieser Signature Strike, nicht? So, das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Können wir dann einen Bann fordern? Ich glaube, er ist nicht erforderlich, weil für alles, was wir an militärischen Operationen betreiben, die Grundnormen des humanitären Völkerrechts gelten. Wenn eine Verfahrensweise diesen Grundnormen der Unterscheidung und Verhältnismäßigkeit nicht entsprechen kann, dann ist sie bereits jetzt verboten. Ich befürchte ein bisschen, dass mit einer Bannbewegung auf ein ganz spezielles Problem hin das Völkerrecht nicht gestärkt wird, sondern dann eher über die Verhandlungen eine Ausnahmeregelung hineinkommen, die es vielleicht sogar schwächen könnten. Denken Sie darüber nach, ich habe noch keine feste Meinung, ich habe nur die Befürchtung. In jedem Fall sind solche Einsätze selbstverständlich politisch kontraproduktiv, denn dort, wo Unschuldige mitgetroffen werden, erreicht man das Gegenteil dessen, was man will. Man will den Terrorismus ausrotten und im Grunde genommen schürt man den Hass und treibt neue Rekruten in die Arme von Terroristen. Und das ist genau auch das, was auf die Frage zutraf, was Jemen betrifft. Völlig richtig, was Herr Stroh sagte, wir befinden uns hier nicht in einem nicht international bewaffneten Konflikt. Es sei denn, die jemenitische Regierung empfindet das so, erklärt das so und bittet die USA um Hilfe. Da gibt es vielleicht noch eine Konstruktion, also die man da finden könnte völkerrechtlich. In jedem Fall ist die Unterscheidung Kombattanter oder besser gesagt Kämpfer und alle anderen, die nicht Kämpfer sind, sehr schwierig. Allein die Zugehörigkeit zu Taliban ist überhaupt kein Kriterium, das ist eine politische Bewertung. Es muss die Zugehörigkeit zu einer, wie wir vorhin festgestellt haben, militärisch organisierten und bewaffneten Organisation unter einheitlicher Führung sein, die in der Lage ist, zusammenhängende Operationen in zumindest Teilen eines Staatsgebiets auszuüben. So etwa lautet die, ja nicht jetzt wörtlich, aber so ungefähr lautet die Definition des Zusatzprotokoll 2. Wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, dann müssen wir im Zweifelfall davon ausgehen, dass es sich um eine geschützte Zivilbevölkerung handelt. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass es Freizeitpartisanen gibt, die dann nachts mal auch zur Waffe greifen und tagsüber den friedlichen Bauern spielen. Das ist das, was Sie als Teilzeit-Talib bezeichnet haben. Diese besondere Personengruppe ist sogar geregelt im humanitären Völkerrecht. Sie können auf dem Wege, auf dem Marsch sozusagen zum Einsatz während des Kampfes und auf dem Rückzug angegriffen werden, weil sie nicht friedliche Zivilbevölkerung sind. Allerdings danach nicht mehr. Wenn sie nicht in diesen drei Bereichen tätig sind, dann sind sie friedliche Zivilbevölkerung. So ist das Recht. Es ist auch gut so. Man mag das als unbefriedigend empfinden aus der Sicht des Terrorbekämpfers, aber andernfalls würde die Zivilbevölkerung geschädigt und die hat im Zweifelsfall Vorrang und schon gar in Gebieten, wo wir den Staat stabilisieren wollen. Ich weiß, das ist die Zeit. Wie kann man die USA dazu bringen, sich internationalem Recht zu unterwerfen? Das ist natürlich eine super politische Frage. Man kann sie vielleicht dadurch dazu bringen, dass man, es gibt verschiedene Wege, dass man paralleles Völkerrecht schafft. Wir haben das schon gehabt. Wir haben bei der VN-Waffenkonvention eine Minenkonvention, also gegen Antipersonenminen. Diese Konvention ging vielen nicht weit genug, vielen NGOs und vielen Staaten nicht. Man hat daraufhin einen anderen Rechtsweg gewählt und hat sozusagen die Coalition of the Willing, diesmal in einem positiven Sinne, gebildet und hat in Ottawa die Antiminenkonvention beschlossen. Der treten, ich glaube mittlerweile an die 120, 130 Staaten bei, ich habe die Zahl jetzt nicht gerade im Kopf. Das schafft zumindest zunächst mal über die lange Zeit hinweg auch Völkergewohnheitsrecht. Ein Problem gibt es allerdings mit dem parallelen Vorgehen außerhalb des VN-Kontextes. Sie können immer wählen, als Verhandler müssen Sie immer wählen, wollen Sie Universalität der Normen oder wollen Sie einen hohen Standard setzen, aber dabei Staaten verlieren? In dieser Zwickmühle stehen Sie und Sie müssen sich dann irgendwo politisch für etwas entscheiden. Und natürlich gibt es auch ein politisches Window of Opportunity. Ich behaupte mal, bis zum Ende des Kalten Krieges hätte auch Deutschland der Minenkonvention nicht zugestimmt. Danach ja. Und das ist auch die Begründung, warum andere Staaten sagen, ja, ihr habt es ja gut in Europa, ihr habt die Dinge hinter euch, die uns immer noch belästigen, deswegen können wir nicht zustimmen. Ich glaube, damit sind die Fragen im Wesentlichen zumindest haben Sie sie beantwortet. Eine Frage war nicht beantwortet. Die Frage nach der, wie viel Marktwirtschaft verträgt die Verteidigung. Eines ist ganz klar, das wäre meine Antwort. Eine Auslagerung des Krieges an Privatgesellschaften gibt es nicht.
Es gibt Sonderregelungen für private Sicherheitsunternehmen, da gibt es sogar internationale Abmachungen. Aber ansonsten gibt es nur die Staatenverantwortung dafür. Alles andere wäre völkerrechtswidrig und die Wirtschaft führt nicht eigene Kriege. Die Wirtschaft will produzieren und verkaufen und Geld gewinnen. Ja. Mein letztes Plädoyer, bitte die Diskussion, wenn man sie so sachlich führen kann, wie wir das hier getan haben, und nicht nur unter der Blaupause der amerikanischen Drohnenkriegführung. Ich glaube, dann kommt man einen gewaltigen Schritt weiter. Das, was die Bundesregierung will, ist ja sicherlich nicht, diese Blaupause zu reproduzieren, sondern ganz im Gegenteil, sich davon kritisch abzusetzen. Ja, vielen Dank. Nicht viel Schlusswort. Die Kollegen von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ihre Kollegen Dicke und Lindkamp, haben vorgeschlagen, die Chance, dass man Deutschland jetzt im Moment noch keine Kampfdrohnen braucht, dafür zu nutzen, grundsätzlich darüber nachzudenken, ob man dort nicht vielleicht einen längeren Verzicht einführt und das auch nutzt, um international in der Richtung in der einen oder anderen Weise für Regelungen einzutreten. Zum Beispiel, wie es hier Herr Richter vorgetragen hat oder wie ich es jetzt als Moderator nicht vortragen konnte. Ich denke, wir haben da eine Chance, aber wir brauchen eben sowohl auf politischer Ebene dort Leute, die das nach vorne bringen, als auch eine aufgeweckte nationale Öffentlichkeit, die da ein bisschen mehr Druck macht. Also ich, in diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, auch für Ihre Geduld, dass wir ein bisschen überziehen durften, und fordere Sie auf, an diesem Thema aktiv dran zu bleiben. Dankeschön. Applaus